Hallo, warum sind wir alle männlich? Ihr hübschen Jungs. Das ist eine gute. Hey, boy. Meiner ist am längsten. Hey, bro. Ja, das Spiel sieht so gut aus, ne? Also, erstmal, warte mal, habt ihr euch rechts? Ja, ne? Rechts ist, glaube ich. Oh. Oh, stimmt, ja, ich sollte mich auch. Oh nein, es drehen die gleich wieder durch, weil die sind es ja nicht gewohnt, mich auf der anderen Seite zu sehen. Ihr müsst jetzt stark sein. Ist das so? Nicht motzen, ja, die motzen dann immer. So. Ey, Leute, wir haben so lange nicht mehr miteinander gespielt. Ich freue mich echt zu mega. Lang. Ja? Ich freue mich echt. Voll schön. Da springen wir gleich mal. Was habt ihr vorher gemacht? Habt ihr, du hast ja Haustierkämpfe gemacht. WoW. Ne? Du hast gebetet? Haustierkämpfe? Was hast du gemacht, Genug? In WoW. Haustierkämpfe? Ja. Pet Battles. Ich habe tatsächlich mein Wohnzimmer zelebriert. Lol, aber nicht on stream. Nein. Das wäre eigentlich voll geil, so ein Wohnzimmer Umzugsaufbaustream. Ja, das wollte ich eigentlich auch machen, aber dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so easy. Das kann nicht. Ich für den Gaming Hätte ich auch gar keinen machen. Bock drauf, ehrlich gesagt. Außerdem bist du halt so oft in unvorteilhaften Positionen, dass ich keinen Bock habe, dass jemand wieder da irgendwelche Seiten ausbaut. Du weißt, was ich meine. Yes, so davon geht's. Was? Was? Wer? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. So, Squadstream, genau. Habe ich angenommen. Einladung. So. So, kurz noch was hier vorbereiten. Ja, die Community schreibt auch schon wegen Squadstream. Ich weine so sehr wegen Twitch-Sings, Leute. Ja, ich verstehe es halt vor allem nicht, nachdem Facebook einfach die Lizenzen gekauft hat, verstehe ich nicht, warum Twitch nicht als Firma die Lizenzen kauft. Es müsste doch Amazon irgendwie möglich sein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, also sie haben, es ist nur eine Vermutung auch von mir. Ich weiß es nicht. Also es wurde nie offiziell was gesagt, soweit ich weiß. Muss ja daran liegen, ja. Ja, also selbst wenn das nicht wäre, ich meine, allein schon, damit wir endlich wieder Musik hören können, wäre es halt schon geil, wenn sie Lizenzen kaufen würden. Twitch Sings war halt einfach, es ist halt so großartig, weil es auch endlich mal so diese Musik-Community so groß gemacht hat auf Twitch. Und die Leute so, auch Leute, die einfach nicht singen, Spaß am Singen haben und so viele Leute zusammengeführt hat. Und es ist halt so traurig, dass das jetzt. Ja, ja. Hey, warum lachst du da? Nein, wirklich voll gerne. Oh. Und eine Katze. Was? Wovon reden wir? Ich guck gerade. Gnu hat gerade eine Katze verjagt. Ich hab ganz kurz nur in die Einführung geguckt vorhin noch. Mhm. Ja. Also ich weiß noch gar nichts, ehrlich gesagt. Oh, ein Frosch! Oh mein Gott! Ich glaube, der war giftig. Ich habe ihn eingesammelt. Das wird jetzt lustig. Pfeilgiftfrosch. Okay, wer stirbt als erstes? Boah, da ist ja eine, da ist eine Katze. Oh. Leute, ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Was mache ich jetzt? Wichtig. Nichts irgendwo essen, nichts trinken. Das macht dir 100% Durchfall, wenn du das trinkst. Kann ich nicht. Ich wasche mich mal. Nein, nicht waschen. Vielleicht. Warum nicht? Also. Achso, waschen? Schon. Okay, und nicht trinken. Da ist der Frosch. Wir sammeln jetzt mal ganz viel und dann darf uns die Community erklären, wie das alles funktioniert. Ich töte den Frosch. Mach es tot. Die sind auch giftig manchmal, ne? Vorsicht. Ja, den habe ich. Ich habe eben so einen blauen eingesammelt und jetzt bin ich vergiftet. Die können auch giftig sein. Deswegen immer noch. Take care. Da ist ein anderer Frosch. Also, im Spiel stirbt man tatsächlich extrem schnell. Test. Sind alle laut genug? Hoffe, ja. Ein Frosch ist schon mal tot. Der kann uns nichts Böses mehr. Die Mission ist geschafft. So nämlich. Der Vergiftung heilen? Weiß das jemand? Da brauchst du Aloe Vera Pflanzen, so ein Zeug. Ich werde nämlich sterben, glaube ich. Ja, das höre ich öfter. Bin immer noch. Oder ist das rote Oh, das ist ja viel zu groß reingezoomt. Was ist denn das? Warte mal kurz. Auch ein Frosch. In dem Spiel geht es darum, dass wir in einem Dschungel sind und müssen überleben. Wir müssen ganz schnell looten eigentlich. Wir müssen echt schnell sein, weil irgendwann verlieren wir auch irgendwann die Nerven. Und dann kommen nämlich richtig eklige Eingeborene. Es gibt Tiger, es gibt Krokodile, es gibt so viel Gefahren. Es gibt alles dort. Jetzt können alle was sehen. Mein Game war so reingezoomt. Oh no. So, hier konnte man irgendwo immer mich anschauen. Ich weiß gerade nicht genau. Ah, hups, das wollte ich jetzt nicht. Ah ja, stimmt. Und dann konnte man gucken, ob man irgendwo blutet. Wenn ihr Tab drückt, habt ihr quasi Essen. Ihr habt Inventar und Waffen und alles. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt auf ein bisschen sammeln. Weil dann können wir nämlich craften. Drückt mal beide Tab. Ja, ja. Da seht ihr ja links die nur Tasche. Ein Frosch. Genau, seht ihr links die Tasche. Und rechts habt ihr dann die Möglichkeit zum Herstellen auf dem Stein. Mhm.
Da müssen wir jetzt aber erstmal ein bisschen looten. Also würde ich sagen, letzte Gö. Was yes. Und ich brauche Aloe Vera, weil ich gifte immer noch übrigens. Genau, und das könnt, ich glaube, das wird dich nicht umbringen. Wie kann ich denn mein Tagebuch lesen? Das ist eine gute Frage. Aber ich würde auch sagen, wir bleiben zusammen. Oh ja. Und holt euch ja mal die Lianen von den Bäumen. Lianen? Lianen, ja. Wie oft hast du das schon gespielt? Du bist voll Profi. Was ist das? Was hat die so gequietscht? Und wenn einer von euch was Spitzes hat, können wir hier schon mal diese Bananenbäumchen hier abschlachten. Wir brauchen ein bisschen Essen. Da, wo ich bin, hier hat es nämlich Bananenbäume. Und bitte im Chat schreibt rein, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, wie was geht. Ich bin da voll offen für und die anderen auch. Also reinhauen. Geil. Ich höre, der Abo-Sound soll sehr laut sein. Ich mache den Abo-Sound jetzt mal aus, aber ich lese trotzdem, wenn was reinkommt, wie jetzt Holzi. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Also ich lese trotzdem die Subs vor, wenn ich kann, weil ich sehe sie trotzdem. So. Seid ihr da? Ja. Kommt ihr zu mir? Hallo? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ach so, ja, deswegen ganz wichtig. Genau. Ja, hier, Tinkerleo. Da bist du. Lara soll auch zu uns kommen, weil hier ist tatsächlich so, der Name verschwindet irgendwann. Oh, Krabbe. Wie oft hast du es schon gespielt, Gnu? Zwei, dreimal, glaube ich. Mhm. Nicht wirklich oft. Ich sterbe gleich, Leute. Also wirklich jetzt. Komm mal her. Tinker, kannst du mal die, du hast auch irgendwas Spitzes eingesammelt. Ja. Kannst du mal die Bananen abschlagen und Lara isst die mal. Ach, du kannst ja auch die Banane hier einfach abnehmen. Zupft dir mal ein paar Bananen. Hab den Krebs nicht gekriegt. Jetzt ist sie. Boah, mir langsam. Was denn? Wie kann ich die denn essen? Auf Tab und dann gehst du auf diesen sexy Hühnerschenkel. Ja. Hilft es deine Problem ist aber, ich sterbe wirklich jetzt. So schlimm? Hast du einen blauen Frosch geschlagen? Ich bin vergiftet. Ja. Oh, ich habe ihn eingesammelt. Er ist in meinem Inventar. Was brauchen wir denn dafür? Aber warte mal, du hast ihn eingesammelt und bist vergiftet? Ja. Ich habe auch einen blauen Frosch eingesammelt. Ich zerstöre ihn. Ach so. Oh, ich sterbe jetzt. Oh, es fängt jetzt auch noch an zu gewittern, ne? Ja, und ich sterbe jetzt. Ach, ist das Geräusch Regen? Also ich sag mal so, wir sind noch am Anfang, deswegen ist es nicht schlimm, wenn du jetzt stirbst. Ich bin 7-mal vergiftet, warum? Ich weiß ja nicht, was du dir alles oral eingeführt hast jetzt zu der großen Zeit, wo wir vielleicht, hier weil ich ein Inventar habe? Ich sterbe jetzt. Die Community schreit rum, dass irgendwie der Squad-Stream nicht geht. Hast du gestartet? Das war schön mit euch, Leute. Macht ohne mich RIP! Bescheid. Ihr werdet es schaffen. Oh mein Gott, wie theatralisch. T-Bang. Eine Banane, du bist tot. Aua. Aua. Ich weiß schon, was die Leute nachher von uns noch wollen. Was? Film als erstes tot. Das, wo wollen die? Doch, ja! Squad-Team funktioniert jetzt, Leute. Machen wir vielleicht nachher noch, oder? Ja, ein, zwei Runden würde ich noch machen. Finde ich auch gut. Wie lange macht ihr heute? Also, wie lange hattet ihr sowieso vor? Unendlich. Unendlich. Vielleicht bis 11. Mal gucken. Ich muss es auch mal mit dem Goldie absprechen. Hier ist so ein komischer Pilz. Der hat irgendwie so einen Kokon um sich rum. Nehme ich den? Ich sammle jetzt einfach mal wild ein. Oh, ja, ich bin genau. Sammeln. Und ich glaube. Und ich habe Fieber. Hallo, du kleines Wombat, Squombity. Was ist das? Squombity. Kann ich gegen Fieber machen? Es ist ein Squombity. Ich hab Fieber. Es ist ein Squombity. Voll süß. Ich will auch ein Squombity. Ich bin Squombity. Ich habe jetzt schon mal eine Fackel hergestellt. Wir brauchen Stein. Mit Steinen können wir nämlich Äxte und sowas machen. Das heißt, noch Larven mit, okay? Sammelt mal eine Bäume, Liane, Stöcke und Steine, wenn es geht. Die Steine können wir nämlich nachher zusammenhauen. Und ich habe Fieber und ich bin vergiftet. Ich glaube, ihr seid in irgendwelche wie guck ich mich Mückenschwärme noch mal rein. Wie guckt man sich nochmal an, Leute? Entschuldigung. Oh mein Gott. Okay, alles gut bei dir? Nein, ich wollte jetzt auf die Schlange gebissen. Oh nein! Wirklich? Ey, ich bin schon wieder vergiftet. Ich hab mich voll erschrocken. Entschuldigung. Oh, da ist eine Klappe. Ey, wenn du dich jetzt schon erschreckst, Lara, dann wirst du nachher sterben. Ich hab mich wirklich gerade erschrocken von dieser Scheiße. Guck mal, ich hab hier eine Quelle gefunden, die ist gut. Oh scheiße, das ist unsicher. Ich hab nichts gesagt. Also, das Ding ist, Geister und so, kein Problem, ne? Aber so Krabbelfieh.
Ey, warte mal ab, was da nachher noch alles so kommt, ey. Das wird noch richtig schrecklich nachher. Just nicht saying. Ja, ich habe gehört, dass es unheimlich sein soll. Es ist ein ja, Spiel, ne? Es wird noch richtig... Also ich finde es gruseliger als The Forest's Game, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wartet mal ab. Wir haben uns verloren. Hier ist ein toter Papagei, Leute. Ich habe einen toten Papagei gefunden. Wir werden sterben. Also ich bräuchte bitte ein Lagerfeuer. Ja, also ich bin hier wisst ihr, was Schluch. Das Problem an dem Game ist? Wenn ihr euch jetzt umdreht, seht ihr mich nicht mehr. Wo seid ihr? Können wir nicht ein Lager machen und dann sieht man auf der Karte immer das Symbol vom Lager? Das ist eine gute Frage an die Super. Communities. Haben Gibt es eine Möglichkeit einzustellen, dass man sich immer sieht? Tabak. Vielleicht sollten wir neu starten. Nee. Oh, oh. Ich sterbe jetzt. Ich gehe jetzt irgendwo hin in eine Eingeboreneninsel. Oh, oh. Ich bin in eine Eingeborenenhöhle durchgegangen. Gibt es Piranhas? Ja, es gibt auch Krokodile. Die sind richtig gruselig. Es gibt alles. Es gibt auch auf einmal irgendwelche Tiger, die dich aus dem Nichts angreifen und umbringen. Das ist echt ein schwieriges Game, finde ich. Find ich habe mit meiner Banane einen Spaß? Wurm gegessen. Oh. Was mache ich denn jetzt gegen Würmer in meinem Magen? Das Piranhas. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann, weil ihr seid nicht da. Seid ich bin immer noch an dem eingeborenen Dorf. Vom Anfang. Oh je, oh je, oh je. Verband, ich blute. Oh mein Gott. Weiß immer noch nicht, wie ich mich angucke. Chat, weiß das jemand? Und vielleicht weiß jemand, wie ich einen Stein spitz haue, was ich dazu brauche. Nochmal. Ich möchte mich dringend angucken. Mm. Hier. In meinem Arm wächst was. Was? Hast du vielleicht irgendwelche Würmer oder so? Ja, ich habe einen Wurm, der wächst da. Das ist sehr unangenehm. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Ich bräuchte irgendwas, um diesen Film. Wurm aus meinem Arm zu... Oh, au, au, au. Wie hieß nochmal dieser Horrorfilm mit diesen Maya-Tempeln, wo diese Würmer unter der Haut haben und so? Krabbelt mich an und ich habe Durst. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob ich gerade in eurer Nähe sein will. Wie finde ich euch denn wieder? Ich respawne jetzt mal wieder. Oh. Es war nicht die Mumie, das war... Sterbe einfach gleich. Ruins. Okay, spawnt man immer da, wo man... Spawnt man immer an der gleichen Stelle? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich gucke gerade, dass ich mal kurz was für uns... Weil ich glaube, wir brauchen jetzt mal... Also gerne auch mal reinschreiben, wie man sich heilt und wie man verhindert, dass man sich hier die ganze Zeit... Auch ein Fakt. Tinker ist da. Guck mal, hier drüben war das Eingeborenenlager und ich glaube, da liegt mein Stuff. Warte kurz. Ich will mal ganz kurz. Ich habe ja hier ein Tagebuch. Und da steht doch drin. Ich habe eine Axt. Da steht doch irgendwas. Neuer Eintrag: Axt. Wirkung. So. Immer sauberes oder gekochtes Wasser trinken. Wo bin ich denn gerade tot umgefallen hier? Hier müsste doch mein ganzer Stuff jetzt liegen. Wo finde ich denn die Gegengiftsache? Findet man nämlich. Doch hier muss es sein. Nee. Okay, Leute. Ah. Wenn ihr große Steine seht, dann geht ihr auf die großen Steine, drückt Rechtsklick und dann auf Sammeln. Dann sammelt ihr ganz viele kleine Steine. Ich komme jetzt mal zu euch. Wenn ihr noch im Lager seid, sollte ich euch finden. Dann machen wir uns mal eine Axt. Wir fangen jetzt mal ganz klein an. Dann ziehe ich der Tinkerleo die Würmer aus dem Körper. Tot. Oh. Dann, Aber ich hätte mich sehr gefreut, wenn du mir die Würmer aus dem Körper lass ich die Würmer, wo sie sind? Was ist das denn jetzt hier? Oh mein Gott. Oh, ganz viele Schmetterlinge. Nein, Flogo spielt nichts anderes. Ich spiele jetzt das. Ja. Ich kenne auch eine Person, die ganz große Angst vor, Motten hat. Nicht große Angst, aber Motten. Wer? Hier ist wieder so ein Squimbity. Ein Squimbity. Das. Fang das für uns. Was ist das denn? Squimbity. Dann Gürteltier. Ich hab ein Gürteltier. Nein, du kannst umbringen. Was? Kannst umbringen. Wir wollen es essen. Die sind voll vom Aussterben bedroht. Leute, wie kann ich denn Heilung machen? Erzählt mir mal, was ich alles so brauche. Danke für eure Hilfe. Wo kriege ich den Kompass? Ich habe einen großen Stein. Rastenblut. Ich brauche halt eine Klinge. Eine Klinge ist erforderlich. Es ist voll süß eingerollt. Hallo. Und ganz wichtig, wir können gelbe, rote und blaue Pilze essen. Ich hoffe, das ist kein Witz.
Wenn es ein Witz war. Gelbe, rote und blaue. Wenn es ein Witz war, dann. Wo bist du? Hier, ja, Tinker, Leo, dreh dich um. Ich wollte Lara suchen, nicht. Ich wollte das Gürteltier töten. Hier gibt es genug Gürteltiere. Sammel mal den Stein ein auf Rechtsklick. Ja, hatte ich gerade. Und dann mach mal sammeln. Mal hier, Tinker? Bist du das? Warte, warte, ich bin hier, ich sammel. Oh, ich habe kleine Steine. So, ich sehe dich. Ich höre halt Schritte. Und drück mal auf einen großen Stock hier und drücke mal auf Rechtsklick und sammeln. Der ist in Verwendung, der große. Sorry jetzt. Ich bin da, wo wir eben waren übrigens. Ja, ich auch. Sind wir auch. Ich stehe hier. So, ja, ich hab jetzt komm, jetzt, ich guck, kann ich dir Lianen droppen? Ich hab so viel, warte mal, guck mal hier, nimm mal. Da. So, jetzt drückst du mal Tab. Ja. Gehst auf Rechtsklick bei also rechts steht Herstellen, das ist Hand, drückst drauf. Und da legst du jetzt einmal einen Stock drauf, einen großen. Einen großen Stock. Ein Seil. Ja. Dann gehst du auf das Blatt rechts, bei links bei Inventar, neben Seil oben. Ja. Und da sind deine Steine drin. Da legst du zwei Steine drauf. Und dann machst du Herstellen. Oh, ganz kurz, wir können auch rote Pilze essen. Also so rot-braun, habe ich gerade gegessen. Echt? Machen die keinen Durchfall? Stand minus 1 Parasiten und 5+5 Kohlenhydrate. Ja, das ist gut. Das ist nice. Ganz kurz, wie finden wir uns denn jetzt? Es gibt doch irgendwie eine Uhr oder so, wo wir unsere Koordinaten nennen können. Also ich glaube, wir können eine Homebase machen, die angezeigt wird. Ist das so? Aber wo wird die angezeigt? Warte mal, wir können bei... Ich stehe hier halt eben, wo wir uns eben getroffen haben, Anke, da stehe ich. Ja, ja, auf mal, da ist irgendwo eine kleine Anhöhe und da drüber stehen. Ah, nur die weißen Pilze sind giftig. Jetzt kurz gucken, kleiner Unterstupf. Auch noch wichtig, keine weißen Pilze essen. Okay. Wenn Lara mal, da ist, hier, ja? Ich stelle hier was hin. Oh ja. Aber wenn wir das jetzt füllen, dann könnte es sein, dass wir da alles sehen. Okay. Und wenn Lara da ist, machen wir eine Achse und dann müssen wir auch schon schlafen. Unsere Energie ist unten links und die ist schon ein bisschen unten. Weil sonst fallen wir die ganze Zeit in Ohnmacht rein. Das ist dann nervig. Warum sagen alle andere Richtungen? Wie finde ich euch denn? Ich stehe hier halt mitten im Nirgendwo. Ja, das ist halt schwierig. Man darf sich am Anfang gar nicht aufteilen. Sonst findet man sich wirklich nicht mehr. Mach mal zurück von da, wo du gekommen bist, bitte. Da! Da bist du. Ja, ich war eben die ganze Zeit hier. Und das Gürteltier und war hier irgendwo. Drüber. Hier über den Warte mal, Hügel hier drüber. War das Gürteltier. Ist es noch da? Ein Gürteltier. Ein Gurttier. Ist egal, ne? Ja, lass uns. Hallo, Kasse, Käseschulfrei. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr zum Glück. Wie mache ich denn eine Waffe? Komm mal mit zurück, dass wir alle da sind. Und Lu kann das nochmal erklären mit Tab irgendwie. Mhm. Ja, ich suche auch gerade ein bisschen was an Baumaterial, dass wir unsere Hütte bauen können. Weil das ist halt bei dem Spiel so, du verlierst irgendwann auch, wenn du vergiftet bist, die Sanity und dann kommen die Eingeborenen und dann geht's halt richtig ab. Und bevor das passiert, würde ich gerne ein bisschen, dass wir leben. So, Lara, ich schmeiß dir mal kurz was auf den Boden. Nimm mal das. Was und ist das? Das? Oh Gott. Oh, du hast was getrunken, oder was? Ja. Alter, ich mich falsch. Nimm mal das und das. Nimm mal die Dinger hier auf den Boden. Alles. Wer denn? Du, Lara. Genau. Noch die zwei Steinchen. Und dann drückst du Tab. Mhm. Dann drückst du rechts herstellen, auf, also die Hand, dann erscheint so ein Stein. Mhm. Und da legst du den großen Stock drauf. Den großen? Auf Seil findest du das links im Inventar. Gibt keine Homebase. Und das Seil legst du drauf. Ja. Und dann gehst du neben dem Seil auf die Blätter und da legst du zwei Steine drauf und dann kannst du herstellen. Neben dem Seil auf die Blätter. Genau, links. Oben bei Inventar. Ich hab keine... Blätter und Steine sind da quasi angezeigt. Baumfeld? Ach, Steine. Mhm. Und dann legst du noch zwei Steine drauf und dann kannst du herstellen machen. Ah. Yeah. Krass. Hat man das alles im Tutorial oder muss man das selber hineinstecken? Das konnte ich. Das. das ist eigentlich ähnlich wie The Forest, würde ich sagen. Kleiner Unterstand. Ich will doch mein Stück, mein Holz da einfügen. Habt ihr hier schon alles gebaut? Lass mich reinstecken. Ich kann das. Was ist das hier? Und was ist hier? Hier ist so ein Teil. Hängen wir hier irgendwas auf? Oder was ich weiß auch nicht. Ich glaube, da kann man Essen dann ein. Also quasi Tierchen kannst du abschlachen. Ja. Wie mache ich denn einen Speer, Nassi? Auch lange Stücke.
Die roten Pilze sind übrigens gegen Darmparasiten, falls einer von euch irgendwie kacken muss. Und wir sollen die Armbanduhr checken, Leute. Die hat ganz viele Features. Ja, wie checke ich die? Das ist, eine gute Frage. Ich wollte es einfach Profi machen und so tun, als würde es mir der Chat verraten. Deswegen. Ich sehe halt wie geht das? Ah, also auf B habt ihr das Buch. Auf N. Auf N habt ihr die Notiz. Ja. Da könnt ihr quasi alles nachlesen, wie man Fallen baut und Speere. Genau. Ja, das weiß ich. Das ist ja auch, wenn man Inventar-Tab drückt und rechts auf der Seite. Hier steht unsere Uhr, aber mir wird nicht angezeigt, wo. Auf F anscheinend. Ja, drückt auf F, da habt ihr sie. Verbannt. Ah, da habt ihr auch, da habt ihr dann auch quasi einen Kompass, da können wir jetzt über die Daten durchgeben. Wo? Auf F und dann drückt ihr auf Maus, könnt ihr auf Mausrad hoch und runter scrollen. Check. Okay, ich versuche noch ein paar lange Stöcker zu kriegen. Stöcke. Mhm. Für unseren Unterschlupf. Weil dann können wir da nämlich speichern in Ruhe. Ja, sehr gut. Müssen wir auch Wasser kochen. Ich habe auch Stöckis, aber ich kann die irgendwie gerade nicht hinhauen. Was machst du mit dem Unterschlupf? Ich glaube, wir brauchen erst noch lange Stöcke. Kleiner Stock, Stock. Okay, halt nicht, lange Stöcke. Was meinst du mit dem Unterschlupf? Anke? Da können wir dann speichern. Das ist auch ein langer Stock. Hier sind ich habe keine leuchtende Pilze. Könnt ihr nochmal ein Dings gut abbauen? Einen Baum fällen? Ja. Mach ich. Leute, was machen die grün leuchtenden Pilze? Ist es, dann finden wir es raus. Nein, ist es nicht. Genau, was war jetzt mit dem Unterschlupf? Stock. Zinker? Du meinst zum Speichern. Ah, danke schön, EE-Freund. Wenn ihr was seht, dann schreibt. Bis wir gleich fertig sind. Dann können wir speichern. Wir müssen ihn erst aufbauen. Da fehlen jetzt noch Sachen. Da fehlen noch zwei lange Stöcke. Die müssen wir erst bringen und dann schätze ich mal irgendwelche Blätter. Welche Bäume kannst du abfällen? Ich hab gar keins. Ich brauche noch Steine. Ich suche gerade. Warte, ich gebe dir welche. Ich habe voll viele. Hast du? Das wäre nice. Dankeschön. Bitteschön. Ich würde gerne einen Speer machen. Wie mache ich das nochmal? Frage an die Community. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Gib mir meine Aufgabe. Oh, eine Steinklinge. Oh, ich mache jetzt ein Ding. Moment, ich habe jetzt ein... Also, Lara, was zu trinken, dass du mit der Axt einen Baum fällst. Ich leg mal hier Kokosnussschalen hin, dass die vielleicht gleich voller Wasser sind, wenn ich sie denn... Lara braucht was zu trinken. Ja. Das organisieren wir dir gleich. Ich komme gleich mit. Und ich bin müde. Danke. Eine Steinhacke, damit können wir nämlich nachher Erz... Hat denn jetzt meine Kokosnussschale genommen? Achso, Entschuldigung, ich dachte... Also, leg sie wieder hin, damit, wenn es regnet, sie voll werden kann. Steinhacke ist nur für Erz, oder? Nee, ist eine Blume. Warte mal. Ich fäll noch mal einen Baum, damit unser Unterschlupf fertig wird und wir kurz schlafen können. Mhm. Okay. Ich finde, wir tun uns gar nicht schlecht anstellen. Sollen wir mal einfach so uns hinlegen und schlafen? Ja, ich rede mir das gerade ein. Ja. Lass uns mal. Ich gehe in die Hängematte. Ihr schlaft auf dem Boden. Und wie trinke ich jetzt was? Ich schlafe hier drunter. Warte mal, ich gucke mal, ob ich was für dich habe, Lara. Ansonsten müssen wir mal kurz ein paar Bäume abfällen. Guck mal, ob diese unbekannte Frucht dir ein bisschen Wasser bringt. Jemand schreibt, ihr könnt auch in der Hängematte in dem Dorf schlafen, ohne dass ihr Nachteile habt. Genau, für den Anfang. Trink die mal. Oder vielleicht bringt die ein bisschen Flüssigkeit. Welche Hängematte denn? Guck mal, da hinten ist eine Hängematte. Bringt das was? Moment. Soll ich die essen, oder wie? Ja. Die unbekannte Frucht. Ja. Bringt das ein bisschen Flüssigkeit? Aber es heilt dich. Ja. Nimm nochmal nimm die Frucht, die letzte noch hier. Geht nicht, frisst, steht in Verwendung. Frisst die Frucht, warte jetzt. Ah, jetzt. Leg mich mal hier hin schlafen. Ja, ich auch. Ach so. Kann ich mich auf dich drauflegen? Voll der Ego, Mann. Ich hab auch mich drauf gemacht. Gibt's nur eine Sandwich. Hängematte? Warte mal, du hast einen Egel. Was? Ich? Ja, kann ich den nehmen? Da steht neben. Ja, ja, nimm ihn. Bitte nimm ihn. Ich habe ihn mal genommen. Ich will ihn nicht. Wie mache ich ihn weg? Wo Weiß ist er jetzt? Nicht. Ist er an mir dran? Ich hole ihn dir gleich weg, warte. Ist er jetzt an mir? Guck mal, warte. Lass mich dich mal anschauen. Nee, ich sehe nix. Okay, ich habe ihn einfach nur weggenommen. Ja.
Und es gibt nur diese eine Hängematte hier, oder was? Ja. Ich glaube ja, aber wir können wir nicht einfach auf. Wir können auch auf dem Boden schlafen, glaube ich. Okay. Ich schlafe jetzt hier. Ich bin jetzt unter auch die Hängematte. Dankeschön, Cyberguest Number One, für dein Prime. Dankeschön. Danke an Dragonmaster für 2 Monate. Ach du Scheiße, meine Energie geht rapide nach unten. Ich brauche gleich was zu essen. Oh ja, jetzt wird's. Jetzt so müssen wir fressen, Leute. Wir haben den Tag überschlafen. Jetzt. Ich habe eine Nuss, habe ich. Und grüne Pilze, die grünen. Die... Nicht auf dem Boden schlafen sein. Oh, da bekommen wir Würmer. Oh, super. Oh mein Gott, habe ich jetzt Würmer? Guck mal. Lara ist voll verseucht. Warum ist denn was machen diese orangenen Pilze nochmal? Die orangenen, die sind glaube ich in Ordnung. Genauso wie die gelben, habt ihr gesagt, sind auch gut. Die bringen sogar ein bisschen was. Genau, die sind sogar ganz gut. Und die gelben auch? Die gelben geben 2 Energie. Oh. Ich habe blaue, ich traue mich aber nicht, sie zu essen. Darf ich noch was fragen? Ja, klar. Schnell. Also, wenn ich auf meine Uhr gucke. Ist die so, da ist so nur oben links rot und unten links grün. Ich kotze. Und das ist beides bei mir ganz low. Oben links rot und grün. Oben rot und grün. Ich weiß nicht, was bedeutet, was ist grün? Wasser, Tropfen, das sind so Tropfen. Kann das jemand mal sagen, was es ist? Danke, Ludwig, für 5 Monate. Vielen Dank. Ach, rot sind Proteine, Fett und grün ist Fett und rot sind Proteine. Das heißt, ich gebe dir jetzt mal was. Einfach und zwar meine Schnecken. Nuss. Hier ist meine Schnecken. Ich esse eben die Nuss. Warte mal. Die Schnecken jetzt. Disgusting. Ugh. Oh, da kriegt man Proteine für, Lara, wenn du die Schnecken isst. Auch wenn es scheiße schmeckt. Ich habe auch eine Apfelschnecke roh. Die blauen Pilze sind auch gut. 10 Energie. Wer kocht noch nicht das immer noch? Nee, ich habe gerade auch eine Schnecke fressen müssen für Proteine. Und Nüsse. Fett ist quasi Nuss. Unbekannte ich Nuss. Die Haare halten. Ich halte die Haare. Das wäre ganz lieb. Boah, das war richtig gut. Leute, wir holen euch jetzt ein paar Proteine. Und zwar Nüsse. Yes. Ich habe mal was getrunken, ne? Wo finden wir denn Nüsse? Auf Bäumchen. Ich nehme mal den Egel von dir, genug. Oh, danke. Ach, sollen wir es mal so machen, dass ich baue mal für einen von euch einen Speer und die Person huntet dann, okay? Ich habe schon wieder einen Wurm unter der Haut. Hier. Kann mir den jemand da rauspieksen? Nee, wie denn? Wie kriegt man... Oh mein Gott. Kannst du mich hauen? Wie kriegt man Würmer weg? Ich glaube, wir müssen ein Tier töten und brauchen einen kleinen Knochen dafür. Okay. Lasst uns mal gucken, was wir töten können. Ich brauche eine Knochennadel, sagen die Leute. Wie hast du das denn gesehen mit dem Arm? Tab und dann rechts das Lupensymbol. Und dann kannst du jede Extremität einmal angucken. Okay. Wie denn? Also nur den Arm, oder nicht? Ja, machst dann Rechtsklick und die Beine auch. Kannst alles anschauen. Wie denn? Rechtsklick, also du gehst quasi auf diese Lupe und das ist oben in der Mitte. Ja. Genau. Ich hab's. Mir sieht noch alles in Ordnung aus. Was geht denn bei euch ab? So, ich würde sagen, lasst uns mal düsen. Wer geht denn freiwillig in so einen Dschungel, Alter? Ja, wie mache ich denn einen Speer? Und wann hängt hier so ein Skelett? Eine gute Frage. Haben wir eigentlich gespeichert? Das ist so die wichtigste Frage. Wie kann man speichern? Haben wir nicht beim Schlafen gespeichert? Sicher? Weil das wäre echt warte gut. Mal, seht ihr gerade diese Affenköpfe, die hier hängen? Oh ja, stimmt. Ii. Seit wann hängen die denn hier? Die hingen die vorhin schon? Ja, die hingen vorhin schon da. Nee, die hat gerade jemand hingehergerichtet. Wir haben dieses Dorf hier quasi gefunden, ja? Genau, ja. Das ist quasi unser, hey, hier überlebt ihr am Anfang und könnt speichern. Also ganz wichtig, wir bleiben jetzt mal zusammen. Yes. Und ich baue jetzt. Suchen Essen. Sucht mal, hat einer von euch noch einen langen Stock für mich, weil dann kann ich euch einen Speer bauen. Ich habe normale Stöcke, kleine Stock und Stock. Ja, ich muss auch mal gucken, wo ich hin. Okay. Ganz wichtig, noch eine Frage. Ja. Neben meiner Lebensleiste unten links, dieses umgedrehte rote Dreieck. Was bedeutet das? Dass es nach unten geht. Also dir geht's schlechter. Es wird schlechter. Warum? Na, wahrscheinlich, weil du hungrig bist oder durstig oder müde. Durst, alles, ja. Wir gucken jetzt gleich mal nach Wasser. Kann mir jemand sagen, wie man am besten Wasser findet? Vielen Dank, Dadoki. Und ganz wichtig, immer auf den Wegen bleiben, weil sonst kommen wieder irgendwelche dummen Viecher. Oh, hier ist ein langer Stock. Halt hier auf, ich hab den hingelegt. Sehr geil. Geil. Dann mache ich euch gleich 2. Ja. Kann ich den... Ich hab jetzt eine Fackel, aber wie mache ich die an?
Eine Fackel? Tierexkremente. Was machen wir damit? Ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn du das mit dir rumschleppst. Nein, nicht schlafen. Oh, shit. Aufwachen. Oh Gott. Aber wie kann ich denn jetzt den langen Stock da hinfügen? Was brauche ich denn, um das zu machen? Sonst probiere ich das mal wie selber. Wie mache ich denn den Bogen herstellen? Aber das können wir doch im Buch eigentlich alles sehen, oder nicht? Stein, ja. Axt, Stock und Stein. So, wer will einen Steinspeer? Hier ein Speer. Wie mache ich den denn? Habe ich eine Axt, habe ich, ne? Eine Axt habe ich? Ja, du hast eine Axt. Ja. Habt ihr noch einen langen Stock, dann mache ich gleich noch einen Speer. Hier. Ah, sehr gut. Wir sind voll die Gangster. Wieso klingelt es? Oh nein, Lara hat sich gleich bestellt. Nee, ich weiß, wer das ist. Ich gehe mal kurz. Nee, kein Essen. Ich geh mal kurz hin. Moment. Okay. Hoffentlich kommt es kein Tiger, Mann. Danke, Leute, für eure Hilfe. Das ist total lieb von euch. Wir wären ja so aufgeschmissen ohne euch. Bauchi Krauli für alle. So. Nochmal herstellen. Dann mache ich nochmal ein Spießi. Und dann können wir nämlich Fische jagen und Tiere. Mega für eine Geräte. Dann könnte ich mir das auch rauszuppeln, was ich da so im Arm hängen habe. So eine bist du also. So, okay, dann können wir mal spießen. Guck mal, ob du irgendwo unschuldige Tiere siehst. Geil. Und wenn ihr irgendwelche Palmen seht, schreit, wir brauchen Kokosnuss. Ist links von uns Wasser, ein kleiner Fluss gewesen? Ja, jetzt nicht zu weit und die Leute sagen, wir sollen jetzt einfach mal Wasser saufen und zur Not einfach mal Pilze essen, weil wir haben echt alle Durst. Beziehungsweise ihr beide habt Durst. Ja, ich habe auch Durst. Also sobald Lara da ist, Pilzis. Also, jetzt trinke ich das Wasser. Geil, hab Parasiten. Pilzis, can't you see? Ich trinke jetzt mal richtig schön viel. Sehr gut. Ich warte hier. Lara, solche Pilze waren minus Parasiten. Kein Problem. Komm mal mit, Lara. Der Bottle-Boris. Komm, wir trinken mal was. Ja. Was hast du? Du hast jetzt einen Speer gemacht. Ich gebe dir den gleich. Tinker? Wir gehen kurz. Blaue sollen wir auch nehmen oder blaue waren giftig? Weiß es noch, Lara? Weiß ich nicht. Weiße sind gut. Blaue waren auch minus Parasiten. Ah, gut, dann immer schön nehmen. Tinker, du bist da drüben, ne? Oder was machst du? Ich esse hier gerade mal alles, wobei ich habe immer noch Parasiten Wieso im Magen. Kann ich den nicht aufheben? Auch noch andere Pilze. Ich muss irgendwie. Aua, ich habe. Ach, nicht kotzen. Immer noch zu wenig Proteine. Oben links waren Proteine, ne? Ja. Proteine, Fett und was war gelb? Gelb ist. Und Durst habe ich auch. Ist, was ist gelb nochmal? Kohlenhydrate. Es regnet. Das heißt, ich kann doch bestimmt meine Blume hier irgendwie aufstellen oder so. Ja. Ich habe eine Blume, eine ganz große. Ist das wie so eine Art Schale? Ach, stimmt, die genau. Schale. Wer hat die denn vorhin mitgenommen? Ich habe die mitgenommen. Wo bist du denn, Tinker? Ich laufe den Fluss entlang und suche Pilze. Aber ich laufe nur den Fluss hoch und runter, dass ich wieder weiß, wo ich hin muss. Kann ich aus der Blume trinken? Probier's mal. Geht das? Nee, ne? Scheiße. Nee, ich habe immer noch übelst viele Parasiten. Ich aber muss gerade mal gucken. Die Leute haben gesagt, wir sollen jetzt mal aus dem Schmutzwasser trinken. Und weiße Pilze sind giftig. Und dann einfach. Wir sollen das Schmutzwasser trinken? Ja, und dann einfach Pilze essen. Und wir müssen noch ein Lager feiern. Böse, wenn ich es feiern würde, wenn gleich eine Raubkatze alle frisst. Ja, das wäre schon irgendwie gemein, wenn du das feierst. Und ihr könnt euch auch Lehm nehmen. Zum Essen? Nee, lass mal. Okay, jetzt habe ich sechsmal Magen irgendwas. Und dann nehme ich. Jetzt isst alle Pilze, die du hast. Scheiße. Außer weiß. Und was ist hellbraun? Gelb? Ich probiere jetzt einfach mal alle. Ich check's auch noch nicht so ganz, was ist. Ich fresse jetzt einfach Energie alles. Energie und Kohlenhydrate habe ich bekommen. Ah, die Orangen, die aussehen wie so kleine Hüte, die machen Minusparasiten. Ja, ich habe keine mehr. Lara, nimm mal hier die Nüsse. Unbekannte. Achso, ich so muss unbekannte noch kotzen. Was soll ich hier, nimm mal die Früchtchen. Dann hast du auch, so glaube ich, noch Wasser. Ich bin so überfordert. Alles gut. Wenn dir was zu schnell geht, sag einfach Bescheid. Voll, mir geht alles zu schnell gerade. Warte, das ist eine Frucht, was ich gegessen habe. Genau. Ach, zwei Parasiten. Ich habe, was auch immer ich habe, jetzt habe ich Fieber und viermal Todessymbol. Oh mein Gott. Wo bist denn du? Ich bin im Fluss hoch und runter. Lass mich mal ganz kurz gucken. Bist du in den Fluss rein? Komm, oh. Ja, ich laufe im Fluss entlang. Gelb ist Kohlenhydrate. Was ist denn...
Proteine gibt, oh, die, ich die Schnecke die Proteine. Genau, deswegen habe ich dir vorhin gesagt, du sollst meine essen. Warte, hier, iss mal. Ich habe ganz viel Proteine. Ich habe sie auf den Boden geschmissen. Jetzt habe ich eine Lebensmittelvergiftung. Also, hier. Ich sterbe, das, was hier liegt, wieder mit. Gleich. Nimm mal die Pilze, die Schnecken hier. Macht's gut. War schön mit euch. Lara? Die, ja, danke. Ess die mal, weil die sind kann gut. Ich nicht. Warte, ich geh weg jetzt. Schnöde Welt. Du bist jetzt tot. Gleich. Ach so, im Wasser fangen wir uns Sachen ein. Ihr dürft nicht ins Wasser. Ja, das ist gemerkt. Oh mein Gott. Durch Gift. Ich will mal ganz kurz ein Nasenspray und ein Taschentuch holen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Da Doki, danke schön. Und danke Tick-Koi. Was mache ich, wenn ich meinen Verstand verliere? Weil Lara, du siehst doch unten links ist so ein Kopf, der nicht leuchtet. Nicht so viel mit uns. Ich glaube auch. Oh oh. Ans Feuer setzen. Wir müssen ein Feuer machen. Wir drehen nämlich durch. Wenn wir kein Feuer machen, kommen nämlich gleich die Eingeborenen und bringen uns um. Das wird gruselig. Ich bin gar nicht mehr da. Okay, ich mache jetzt ganz entspannt ein Lagerfeuer. Ich brauche einfach einen Stock. Hier. Oh mein Gott. Es fängt schon an, Lara. Merkst du es nicht? Nein, was denn? Komm schnell mit. Mein Geisteszustand ist okay. Leg alles an kleinen Stöcken, was du hier hast, Lara. Schnell, ich dreh durch. Ich brauch noch einen. Gut. Einer fehlt noch. Gut. Hol irgendwo einen schnell. Ich raste gerade aus. Warum? Ich bin noch halb voll. Wie kommt das? Ich raste gerade aus. Ich habe Halluzinationen. Was ist mit meiner Energie? Warum habe ich keine Energie mehr? Weil du müde bist. Mhm. Oh Mann, jetzt hier so eine scheiß Schlange. Oh Gott. War das, weil ihr euch irgendwelche Pilze gegessen habt, kann das sein? Ich mach die Schlange jetzt tot. Oh no. Also nicht mehr ins Wasser gehen, habe ich gelernt. Im Wasser sterbe ich. Ich drehe gerade durch. Ich kann nicht mehr laufen. Oh, ich schlafe ein. Ich bin ohnmächtig. So, wo seid ihr? Ihr seid den Fluss wieder. Also ich laufe wieder ein Stück Fluss hoch. Genau. Ohnmächtig. Ja, da musst du kurz warten. Du kannst mich wiederbeleben. Belebe mich wieder. Ja, ich komme. Da sehe ich ein Gnu. Kannst du kurz Lara wiederbeleben? Die liegt da ganz vorne. Was? Ja, gern. Wo liegt sie? Okay. Da. Ein paar Meter entfernt. Ich komme zu deiner Rettung. Halte durch. Stirb nicht. Danke. Nimm meine Hand. Was isst du? Gnu auf, ich? Lara, die hat Essen. Ich dreh gerade durch. Ich esse. Hier ist ein totes Tier mit Maden, ganz viel über. Nimm die Maden mit. Es hat keinen Kopf. Warum? Und einen Knochen. Weil die Maden hat einen Speer. Lara hat einen Egel. Ja, genau. Lara hat einen Egel. Die Maden Vergiftungen und sowas erlösen können. Kann einer von euch kurz das Lagerfeuer fertigstellen? Ich hab nichts. Habt ihr? Da fehlt noch ein Stock, glaube ich. Da. Yes. Könnt ihr es kurz anmachen? Oh Gott, bitte. Ich hab ganz viele Egel an meinem Bein. Ah! Ja, warte, ich hole sie weg. So, warte. Ja. Wie machen wir jetzt das Lagerfeuer an? Weil ich bin gleich, also ich drehe gleich durch und dann kommen... Werkzeug benutzen. Steine wahrscheinlich. Trockene Blätter brauchen wir. Wo finde ich denn die? Das sind so graue Blätter, meine ich. So ausgetrocknete an so Palmen. Habt ihr da welche? Nee, und ich bräuchte tatsächlich auch noch mal einen Speer. Was brauche ich, um einen Speer zu machen? Zwei Stöcke, zwei Seile. Zwei lange Stöcke? Einen eigentlich, aber ich glaube, du kannst sie auch zusammenbinden. Ich bin schon wieder ohnmächtig. Ja, du musst dich mal kurz ausruhen. Oder jemand belebt mich wieder. Warte. Ich glaube, ich leg mich mal schlafen, oder? Ja. Ich drehe halt auch irgendwie total durch. Vielleicht sollten wir das Feuer in unserem Lager machen. Ein Dach über dem Feuer. Ja, gehen wir mal kurz in unser Lager zurück. Oh mein Gott. Was war das? Was denn?
Da ist gerade ein Ich habe irgendwie... Ja. Ich habe da unten links, das sind ja Symbole, ne? Ich habe einmal das Kotz-Symbol und daneben ist so ein Splash-Symbol. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Okay, wir gehen mal kurz ins Lager. Ich muss meine Hände waschen. Hast du noch einen Ekel an dir dran? Ich weiß es nicht. Komm mal her. Ich wasche mich mal ganz schnell. Nicht waschen. Ich glaube, das macht nur alles schlimmer. Nee, tatsächlich ist das Symbol jetzt weg. Okay. Sehr gut. Ich muss mich schlafen. Hat jemand noch einen langen Stock für mich? Ich. Hier ist die Feuerstelle. Lass uns mal hier das Feuer machen, Leute, wenn es irgendwie geht. Ja, sehr gut. Lass uns mal hier das Feuer machen. Ich leg mich mal schlafen. Okay. Das Splash-Symbol ist übrigens Schmutz. I'm not stupid. You will. Langer Stock, zwei Steine, wann? Hast du noch ein paar Stöckchen, die wir fürs Lagerfeuer hinbauen könnten? Sag mir noch mal, wie ich das Ding mache. Den Speer. Langer Stock und? Seil. Und dann musst du zwei, aber du musst zuerst zwei Steine zusammenhauen, damit du einen spitzen Stock bekommst. Ah, okay, warte. Also nehme ich erst zwei Steine. Ja. Herstellen für eine Klinge. Genau, und dann. Okay, ich danke dir. Wir werden sterben. Nein. Ganz jämmerlich werden wir alle sterben. Ein Speer. So. So. Ja, ich glaube, wenn ich durchdrehe, kommen halt die Eingeborenen. Ne? Die bringen uns, glaube ich, alle um. Warum drehst du durch? Also was? Ich frage gerade mal die Community. Könnt ihr mir sagen, was ich mache, damit ich nicht den Verstand verliere? Weil dann sind wir gleich tot. Und zwar alle. Kannst du vom Lagerfeuer kurz weggehen, dann mache ich es voll? Ach, nur für mich. Super. So. Aber steht in Verwendung dran. Genau, da wäre cool, wenn wir da noch ein bisschen was reinballern Lara? Könnten. Lara? Ist gerade gestummt. Ja, was ist denn? Guten Morgen, ich vom Lagerfeuer weggehen. Achso, warum macht ihr das denn hier? Warum macht ihr das nicht auf der Feuerstelle? Weil man es unter wegen dem Regen. So, ich habe alles reingesteckt, was ich hatte. Gut. Ich habe Kohle. Ich habe einen kleinen Stock hineingesteckt. Eins, zwei. Getrocknete Schnecken aufs Lagerfeuer helfen. Ernsthaft? Feuer anmachen. Wie mache ich das denn überhaupt an? Wichtig ist auch gut für die geistige Gesundheit. Oh. Und Foodie. Normalen Stock habe ich. Bin okay. Verwirrt. Ich weiß nicht, was unsere Aufgabe ist. Also was man zuerst machen sollte. Erstmal überleben. Also erstmal so weit eine Base bauen und alles kennenlernen, dass du überleben kannst, dass du Fieber heilen kannst, dass du Verbände machen kannst. Ja, das ist halt die Frage, was man zuerst sammelt und welche Waffen man sich zuerst macht und so weiter. Na, ich würde erstmal alles sammeln, was unter die Nase kommt, um dann herauszufinden, was man daraus herstellen kann. Mhm. Ja, oder dass wir gerade auch wissen, wenn wir jetzt zum Beispiel durchdrehen. Hunger. Da habe ich noch genug zu Foodie, da kann ich gleich was geben. Dass wir zum Beispiel wissen, wie man Feuer anmacht oder wenn einer von uns den Verstand verliert, was wir dann halt quasi alles machen müssen. Das wäre, glaube ich, ganz knudi. Und was mache ich mit Palmblättern? Kann ich die auch anbrennen? Ja, die können wir hier, glaube ich. Schmeiße ich das mal her. Ich weiß nicht. Ich schmeiße die hier mal zu den anderen. Okay. Aber ich dachte, man kann das hier irgendwie. Ich muss dringend. Ich habe kein Fett, keine Proteine, gar nichts. Ich muss irgendwas essen. Ja, ich habe was für dich. Kannst auch zu mir. Oh, da hat's trockene. Sehr gut, die brauchen wir. Die trockenen. Halt, komm her. Das brauchen wir, glaube ich, zum Lagerfeuer gleich zerschnetzeln. Ich bin gleich da, Lara. Ja. Wer von euch stöhnt hier schon wieder rum? Ich glaube ich. So. Jetzt ganz viel Palmblätter, wenn ihr wollt. Ich hack die gerade alle ab. Mhm. So, ich komme mal kurz zu euch. Lara, ich gebe dir kurz Foodie. Ich leg's dir zum Lagerfeuer, okay? Was macht denn Bananenblätter? Dein Foodie liegt jetzt. Bananenblätter kannst du später ein Haus für eine ausgewogene Ernährung sind, kannst du sie anzünden. Da ist jetzt alles eigentlich, was du brauchst. Danke. Ups. Oh. Ich hab mal den Haufen aus Versehen umgetreten. Findest du das denn alles? Einfach mit dem Stock, mit der Axt die ganzen Bäume abschnetzeln. Dann kriegt ihr ist nämlich das eine auch. Axt, die ich hier hab? Warte mal, wo ist die denn überhaupt? Ja, da ist sie doch, genau.
Nee, das war meine Fackel. Go da, away. Das ist meine Axt. Ne? Okay. Ich werde sterben. Ich habe die ganze Zeit Stimmen in meinem Kopf. Sind Sie freundlich? Erzählen Sie Witze? Nein, Sie sagen, ich werde sterben. Oh, ich habe schon wieder immer noch mehr. Also an die Community, wenn ich jetzt quasi abholze, hier quasi sammeln drücke, kleine Stöcke bekomme, das Lagerfeuer mache, dann geht es mir besser. Oder was muss ich jetzt genau machen, dass es verschwindet? Und Seilen, Rüstung machen. Ja, aber das brauchst du erst viel später. Wie gesagt, erstmal würde ich aus den Bananenblättern alles das machen, was Sinn macht, mit Unterschlupf und so. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie kommen, Leute, sie kommen, sie bringen mich um. Ah! Ich hab's gewusst. Wo denn? Ich hab einen Egel, mach mir den schnell weg. Ich werde die nur sehen. Ich werde jetzt sterben, glaube ich. Die haben schon geschrien jetzt. Hast du mich von Egeln befreit? Dankeschön, ja. Ich werde sterben. Du siehst die? Ja, weil sie die Geistigen. Ich habe Halluzinationen. Ich gehe auch gerade gucken, was ich hier alles einsammeln kann, weil mit irgendwelchen Blättern. Also ich versuche auf die Gebüsche zu hauen, weil mit irgendwelchen Blättern konnte man Verbände und sowas machen, aber ich weiß nicht mehr, welche ich dafür einsammeln musste. Lara, bevor ich gehe, ja, wollte ich dir noch eine Kokosnuss schenken. Oh, das ist aber lieb, danke. Das bedeutet dir gerade echt viel, gell? Kann ich die irgendwie kaputt machen oder so? Ja, du kannst sie mit dem Stein kombinieren. Erstmal das Geschenk bekommen, kann ich das kaputt machen? Genau. Kann man das irgendwie eliminieren? No. Ey, das ist so schrecklich gerade, ne? Tut mir leid an meine Community, dass ihr das gerade ertragen müsst. Wie mir gerade ins Ohr gestöhnt wird. Verbände nach gelben Blüten suchen im Wald. Wasch mich mal. Gelbe Blüten. Schon auch immer noch was zu trinken. Warte mal. Ich habe jetzt halt die Kokosnuss gegessen, ne? Ja, das ist in Ordnung. Ja, aber hast auf einem halt anderen Rucksackplatz hast du jetzt die Kokosnussschale. Die kannst du hinlegen. Ah, ja geil. Gerade jetzt beim Regen ist halt nice, ne? You'll never get back. Danke, knackiges Krokodil. Vielen Dank. Ah, okay, warte, dann lege ich meine auch mal hin. So. Einfach auf den Boden legen und erfüllt die sich. Ja. Okay. Nice. Habt ihr noch ein paar Stöcke? Leute, könnt ihr das Lagerfeuer bitte für mich fertig machen? Ich schaffe das allein nicht. Und ich brauche das jetzt wirklich. Ich habe keine Stöcke, leider. Weil hier sind so kurze Scheißstöcke. Was will denn noch? Ich komme gleich wieder zu euch. Legt mal eure... Kleiner Stock, ich habe was. Legt mal eure... Wieso kann ich nichts hin... Ja, ich verstehe auch nicht, was will denn der Scheiß jetzt hier noch? Von uns. Normale Stöcke? Nee. Also ich kann nichts mehr anbringen. Komischerweise. Leg mal eure Kokosnussschalen mit, damit wir hin, damit ich hab wir die hingelegt. Trinken haben. Wo denn? Die liegt hier. Ah, da. So. Ach so, nicht Samen. So, Bananenblatt. Blätterrüstung habe ich hergestellt, aber ich weiß nicht, wie ich die anziehen kann. Steinhacke. Eine Hacke mit Stock, Steinklinge und Seil. Seil kann man machen. Oh Gott. Knochenmesser, Knochen und Seil. Das mache ich mal. Guck mal, ich muss mich dringend schlafen legen. Ist es jetzt fertig? Nee. Oder? Halt, ach so, kleines Feuer. So, wie mache ich jetzt ein Feuer? Ist, glaube ich, jetzt alles da. Nee, es fehlen noch Stöcke. Aber ich kann keine mehr tragen. Das ist total unlogisch. Ich kann keine mehr anbringen. Ja, ich finde es auch total unlogisch. Ich habe halt welche. Ich auch. Ich habe 1000 Stück. Die falschen Stücke wahrscheinlich. Ich muss mich mal kurz hinlegen, sonst falle ich euch gleich ich auch. Ich lege mich hier bei dir neben dich. Lege dich zu mir. Aber nur, wenn du nicht schnarchst. Nee, geht nicht.
komisch. Vielleicht doch auf die Feuerstelle? Oder warum stellen wir das jetzt nicht auf die Feuerstelle? Ach, ich glaube, ich brauche den Bohrer. Wieso sterben wir reingesteckt? Aber was für eins? Also machst du es nochmal zweimal, bitte? Weil wieso hast ich suche die, ich habe gerade keine mehr. Was sind denn das für Stöcke? Ganz normale, dicke Stücke. Aber davon habe ich tausende. Guck mal, das kann gar nichts. Guck mal. Leute? Ja? Warum machen wir das Feuer nicht hier auf der Feuerstelle? Weil, wenn es regnet, geht es da nicht an. Aber das fackelt doch hier unser... Jetzt fertig. So, wie machen wir das jetzt an? Ich glaube, da brauche ich nämlich jetzt... Wie war denn das nochmal? Das war voll... müsste doch aber alles in unserem Tagebuch drinstehen. Ja, da kann ich nämlich jetzt Feuer machen mit... Was ist das? Was? Okay, ich höre jetzt die Leute. Oh nein. Wir drehen jetzt alle durch. Schnell Feuer machen, Leute. Wir brauchen jetzt irgendwas... Oh nein! Hab ich aus Versehen hingelegt. Wir brauchen entweder die trockenen Blätter ich hab oder trockene ein Blätter. Vogelnest oder sowas. Warte. Ich habe trockene Blätter. Ich habe so ein ekelhaftes... So ein Wurm unter der Haut. Komm mal her, ich mach dir den raus. Oder so Pestbeulen irgendwie. Ich habe so Pestbeulen. Ich habe jetzt hier trockene Blätter. Was mache ich damit jetzt? Wie mache ich das weg? Guck mal, Lara. Was hast du? Den hast du Ekel oder hast du... Ja, so, guck mal, du hast so eine Impfbeule. Ich leg dir hier auf den Boden, unter dem Bananenblatt, liegt eine Knochennadel. Siehst du die? So eine Pestbeule, ja. Nimm die. Der Holzscheitel und Stock. Wo finde ich die denn, wenn ich mal ganz kurz gucken darf? So, wo ist das? Ah, hier. Ich will das machen. Feuer machen. Rucksack. Ah, okay. So. Wie steche ich das denn auf? Das weiß ich nicht. Wie denn? Du musst die Nadel, glaube ich, draufziehen. Aus dem Inventar, wenn du dich anguckst, dann draufziehen. Irgendwie so ging das. Ja, wie umständlich. Ja, finde ich auch sehr umständlich. So, ich gehe nochmal suchen und gucken, was wir noch so haben. Oh nein, jetzt habe ich sie fallen gelassen. Wieso mach das doch nicht. Oh, was ist denn das? Oh, eine Brühe. Ach, du bist ja ein Herzli. Dankeschön. Wie geht's dir denn? Danke, mein Herz. Oh, süß. Ich habe die Brühe bekommen. So. Zwei Stöcke. Kleine für den Handbohrer, sagt ihr? So. Zwei unterschiedliche oder zwei andersweitige solche? Oh, jetzt Handbohrer. Oh mein Gott, ich mache einen Handbohrer. Okay. Und jetzt? Was mache ich damit jetzt? So, jetzt kann ich den noch hier bestimmt verwenden. Stock und Feuerbrett. Und jetzt ist Feuerbrett, oder? Erweitern, herstellen und jetzt das. Nee. So, ich habe jetzt einen Handbohrer. In der Hand bohren. Okay, ich bohre jetzt in der Hand. So, ich bohre jetzt. Du, wenn wir das Spiel nicht kennen, das benutzen, jetzt benutzen. Oh mein Gott, ja. Ja, benutze es. Ja, ich benutze es. Ich hobel. Oh, ich bin gemutet, ihr hört mich gar nicht. Ich habe gesagt, ich hobel jetzt. Sehr gut. Ich habe Fleisch. So, wie mache ich das jetzt? Wir haben doch da vorne irgend so einen Dryer, ne? Scheiße. Fische brauchen wir. Aber wie kriegen wir die? Mit dem Speer? Ja. Ich brauche jetzt trockene Blätter. Entschuldigung. Oh nein, oh nein, oh nein. Lara, nein, Lara. Hol den Speer, tötet ihn. Oh Gott. Ich hab nur eine kleine Nadel. Doch, das ist mein Speer. Box ihn. Ja, Speer ihn tot. Spähen tot. Ja, sehr gut. Ich sperre von hinten in den Arsch. Die Drecksau ist abgehauen. Oh, was zur Hölle? Oh, Scheiße. Oh nein, stirb nicht. Ich bin mal respawned. Gut. Wir haben einen Tag überlebt, Leute. Ist alles weg. Ich hatte so viel Waffen. Ist alles hier. Ja? Ja. Ich hab mich voll erschrocken. Bin ich jetzt wenigstens wieder nicht am Durchdrehen und kann mal Lärm über Feuer machen? Mega erschrocken. Ey, wir sind, sorry. Ich auch.
Alter, das steht auf einmal hinter mir hier, so ein Jaguar. Das muss ich jetzt alles wieder einsammeln, die Scheiße. Hey, das ist meins weg da, das ist meins. Ich bin hier gestorben. Aber ich bin hier gestorben. Ich brauche Verbände, dringend. Hey, warte mal, ich bin hier auch gestorben. Nein, du bist da hinten gestorben, da. Entschuldigung. Ich lege mich schon in meine Runde hin und dann muss ich Verbände suchen gehen. Ach, ist das nervig. Kann man da nicht einfach den Rucksack packen, wie bei The Forest? Können wir uns alle zusammen kurz hinlegen, damit wir schnell schlafen? Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin. Ich komme nicht mehr an meine andere. Komm schon. Wenigstens bin ich jetzt wieder voll geheilt. Du darfst in die Mitte vom Löffelchen sterben. Na gut, ja super, dann kriege ich ja voll die Double Penetration ab, Mann. Ich will nicht immer auf dem Boden schlafen. Ich will auch mal in der Gemeinde schlafen. Warum haben wir nur eine? Weil ich gerade verletzt bin. Na, ich meine, warum haben wir nur eine? Wer hat denn hier Krötenfleisch aufgehängt? Wie krass seid ihr denn? Knubbels, können wir bitte schlafen, bevor ich sterbe? Bitte, ja, schlaf bitte, ruhig. Ara-Fleisch, okay. Schlaf du ruhig. Du kannst auch ohne uns schon pennen, ist okay. Ja, nein, aber dann muss wieder hell sein. Ich muss doch die Pflanze suchen. Ich brauche hell. Okay. Okay. Zwei von drei Spielern schlafen. Wie schlafe ich denn noch einfach auf dem Boden? Tab und dann ganz schlafen. Rechts unten. Ah, werde ich einfach genötigt hier. Entschuldigung. Nein, alles gut. Weil um 3 Uhr ist immer noch nicht wirklich jetzt. Ich bin gestorben. Im Schlaf. Ja. Wir sollen übrigens... Lol, scheiße. Was denn? Ja, dass Tinkers tot ist. Wir sollen übrigens Asche auf die Verbände machen, warum auch immer. Ja, kack. Was machen wir denn jetzt? Jetzt kommen die Würmer. So, ich will jetzt erstmal das Feuer machen, weil das brauchen wir erstmal. Das sollten wir auch am besten alle lernen. Ich hab dir gerade eine Banane weggenommen. Entschuldigung. Gut. Hier. Tinkers Tod wird erstmal ausgeraubt. Ja, Mann. Oh Gott. Ich gehe mal Verbandszeug suchen, falls uns sowas nochmal passiert, weil das hat mich gerade gekillt, dass ich keinen Verband mehr hatte. Hoshi, warum? Kann jemand mal sagen, wie ich jetzt ein Feuer mache, bitte? Alles gut. Wie machen wir denn jetzt die Verbände? Mit Blättern und ja, es sind so gelbe Pflanzen. Gelbe kleine Pflanzen auf dem Boden und die musst du hauen. Jetzt habe ich schon wieder keine Axt. Wo ist mein Fackel? Sollen wir uns nochmal eben hinlegen, damit Tag ist? Warte, ich würde nur ganz kurz mit dem Handbohrer checken. Ja, gerne. Ich kann hier ein Feuer machen können, so jetzt. Leg mich jetzt mal in die Hängematte, ich will auch mal. Wie mache ich denn das? Einfach drauf und dann. Und dann? So. Einfach draufdrücken müsst ihr. Aufstellen? Nee, draufdrücken. So, Leute. Weg mit dem Werkzeug. Ja. Wie kombiniere ich jetzt die Scheiße hier? Also, wie mache ich das jetzt? Oh. Ich möchte jetzt den benutzen. So. Wie mache ich das jetzt? Handbohrer und trockene Blätter. Trockene Blätter sind doch kleine Blätter. Trockenes Blatt. So. Wie kombiniere ich das? Wie kombiniere ich das? Herstellen. Also, das weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Benutzt dann das Trockene auf den Bohrer ziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe endlich Feuer gemacht. Was ist denn das für eine komplizierte Scheiße? Ich habe Feuer gemacht. Ja, und jetzt kann ich das anzünden. Ja, Mann, wir haben Feuer. Nice, dann können wir das Fleisch hier. Oh Gott, die Sanity geht hoch. Ja, geil. Jetzt können wir endlich Zeugs draufschmeißen. Wer ist mit ein paar Schnecken? Geht auf mich. So, drauf damit. Ich brate jetzt mal eine Schnecke. Ich brate uns mal Fleisch. Na, Schnecke, soll ich dich mal braten? Stressig. Ich habe eine unbekannte Blume, die ist getrocknet mittlerweile. Keine Ahnung, was die macht. Du kannst ja auf dem Dings auch gucken, im Tagebuch. Oh, endlich. Danke, Leute, danke. Ausregnen, wenn ihr Kokosnüsse habt. Oh, ja, liegen. Und wie viel später... Hast du den Tiger eigentlich umbringen können, Tinker Leo? Nee, der ist wieder abgehauen. Der kommt irgendwann nochmal. Du dumme Sau, ey. Oh. Oh, Schloch. Ey, was grillt ihr denn da Geiles? Ara-Fleisch. Können wir auch die Affenköpfe grillen? Was macht das Blatt da? Geil, Mann. Hey, so weit war ich noch nie in dem Game. Oh Gott, ich bin halt so lost die ganze Zeit. Ne? Ich pack die Kokosnüsse mal alle hier auf den Haufen. Ja, ich pack die hier mal alle nebeneinander, dann wissen wir immer, wo die sind. Und dann können wir so in Reihe trinken.
Oh, in geil. Reihe trinken, ist schön. So, ich gehe mal los und suche die Verbandsblumen. Sonst, achso, ne, warte, ich wollte noch meine Axt, habe ich mittlerweile. Ich komme mal mit dir. Ich gehe mit dir. Ja. Ich habe keine, warte mal, ich habe, habe ich noch Waffen? Wo sind meine ganzen Waffen hin, Leute? Weg, wenn du gestorben bist, musst du neu machen. Ja. Wie ging das nochmal? Du gehst auf Steini. Ja, ich habe keinen Seil, Stock und Steine. Steine gehst du einfach gucken, wo große sind und dann machst du sammeln und dann kannst du dir das craften. So. Ach, große Steine kann man sammeln. Genau, also du musst dann Rechtsklick drauf machen und sammeln. Ha, ich esse jetzt mal diesen grünen Pilz. Den die Tiger hätte ich gerne aufs Feuer gelegt. Die Leuchtpilze, sammelt die mal ein, Leute, die kann man essen. Gut. Ja, die sind okay. Uga, Uga, Uaa. Bekannt, warum auch immer, aber da steht... 5 Kohlenhydrate und 2 Energie geben die. Und die gelben Kekse. Kebabs. Pilze, danke schön. Kebabs. Bringen eingeistige Gesundheit. Oh, echt? Die gelben? Hör damit. Ja. Und die leuchtenden sind auch geil. Ja. Die grünen. Danke für 100 Bits, danke schön. Ich hab Halsschmerzen. Oh no. Nein, nicht krank werden. Was ist das denn? Ja, scheiße. Wo seid ihr denn? Wir sind ein bisschen rausgelaufen, um was zu suchen für... Ich komm mit. Wasser. Und Leute, wie schaffe ich es, meine Gesundheit zu erhöhen? Disgusting, scheiße. Leopard eigentlich lieber mit der Hacke oder dem Speer dann anpieksen. Nee, das ist nicht sauber. Ich dachte das letzte Mal auch nicht trinken. Aber da steht, ich hab nichts. Da steht so ein Dreieck nach oben. Oh, so ein Dreieck nach oben ist jetzt ein weißes. Okay, das ist gut. Guck mal, Lara, hier ist ein großer Stein. Das ist disgusting. Ich trinke es trotzdem. Kannst du mal rechtsklick trinken? Hast du keine Symbole jetzt für deinen Magen? Nö. Er sagt trotzdem disgusting. 40 Hydration habe ich gekriegt. Dann trinke ich auch. Dankeschön, Prinzessin des Chaos. Dann machen wir das. So, wir sollten jetzt mal erkunden. Das ganze Wasser ist leer gesoffen. Ja, Lara hat alles ausgetrunken. Nein, da ist noch ein bisschen was. Nein, da das kann man nicht mehr trinken, Lara. Oh, scheiße. Oh, also mit Lara auf einer einsamen Insel, da sind wir an einem Tag tot. Wie kann ich denn die Fackel anmachen, sagt mal. Wahrscheinlich, warte mal, ich mach dir mal deine Fackel an, okay? Moment, hol mal hier deine Fackel an. Ein Tor, ein wild bemaltes Tor. So, Moment. Wie machst du die jetzt an überhaupt? Das ist voll der Act. Ich erklär's dir gleich. Wie, jetzt betest du? Ja, ich rubbel jetzt vor dir meinen Stock. Geil. So macht es geht. Ich dachte früher echt, das ging so, gell? Also Sex. Anderen, ja. Ich dachte, das ist ohne Witz. Ich kann den nicht anfackeln, deinen Stock. Warte mal. Pass meinen Stock an. Mach den heiß. Ich kann den nicht an. Ich kann den Stock nicht heiß machen. Scheiße, ich dachte, das geht. Danke, Eisbär. Wie geht es denn? Also eigentlich musst du, also geh mal kurz, also ich kann euch gleich, ich zeige euch nachher im Lager, wie ihr generell Feuer macht. Ich weiß aber nicht, kann mir einer sagen, wie man zum Beispiel die Fackel anmacht? Das ist echt eine gute Frage. Hier vorne ist ein Dings. Ein Dings? Ein Tor. Oh, oh. Ja, da bin ich vorhin auch durch. Gibt's da was Böses? Nee, noch nicht. Aber also können wir da durch? Es zeigt auf jeden Fall, dass hier Leben außer uns und Tieren herrscht. Menschenleben. Sehr beruhigend. Danke, Eisbär. Ist. Immer auf den Wegen laufen. Ansonsten gibt's Spinnenbisse. Sollen wir hochgehen? Ich war vorhin noch nicht oben. Ja, gerne. Ich war hier noch gar nicht. Es wäre schön, wenn man die Fackel anzünden könnte. Ja, das finde ich auch romantisch. Weiß jemand, wie das geht? Immerhin fängt es an zu regnen. Das heißt, diese komische Quelle da ist gleich wieder voll. Das Erdloch da. Ach, ich kann nur meine eigene Fackel anzünden. Warte mal. Sag Bescheid, wenn ihr Steine seht. Ja, ich gebe dir mal ein paar, Lara. Oh, danke. Dann kann ich meine Waffe. Ich habe die vor mich hingeschmissen. Ich werde jetzt mal meinen eigenen Stock anzünden. Meinst du, ja, gerne doch. Upsa. So, ich werde jetzt mal meinen eigenen Stock benutzen. Und dort herstellen. Mein trockenes Blatt drauflegen. Ging das nochmal? Steine und was noch? Seil und ein Stock, ne? Ja. Wie viel? 2 Steine. Ja. Ey, das geht ja gar nicht. Thirsty. Ich hab Durst. Was ist das? Hä? Sorry. Warum machen wir das? Wir brauchen ein paar trockene Blätter.
Weil. Die sind noch nicht trocken, weil es regnet. Ja, ah, es gibt noch so ein paar braune, weil dann können wir daraus Feuer machen. Ich hab gerade verkackt. Am Lagerfeuer müssen wir. Ach so, wir müssen am Lagerfeuer immer unsere dummen Fackeln anmachen. Wie umständlich. Umständlicher Scharch. Ah! Die Spinne! Eine Schlange! Oh mein Gott, sorry. Hör auf, dich zu freuen! Ich bin nicht die einzige sicher. So, die dumme Sau ist tot. Was ist denn da unten? Oh mein Gott, scheiße. Ich bin vergiftet. Ein Vogelnest! Ich sehr gut. Mitnehmen. Und eine Feder. Mit Federn können wir noch ein Vogelnest. Und ein Ei. Ich hab ein Ei. Geil, Lara macht für uns erstmal Frühstück gleich. Geil. Wo ist die Schlange? Und? Hast du schon getötet? Dankeschön an Watzit, dankeschön. Ja, ne? Ich bin jetzt gleich tot. Ich weiß nicht, wie ich wieder hochkommen, Leute. Ich bin jetzt gleich tot, Leute. Warum? Was brauchst du? Könnt ihr kurz bei meinem Kadaver stehen bleiben und nichts looten? Ja, was brauchst du denn? Ich guck kurz, wo ich sterbe. Ich bin jetzt gleich tot. Warum soll ich da stehen bleiben? Weil ich jetzt gleich tot bin. Können wir dir irgendwas geben, dass du überleben kannst? Ich glaube, da kann niemand mir helfen mehr. Wieso sollen wir bei dir stehen bleiben? Weil ich jetzt gleich tot bin. Damit und sie ihren Leichnam wiederfindet. Genau. Und den Stuff, der da liegt. Oh Gott. Ich sterbe mal kurz hier unten. Ja, das sieht gut aus hier. Mit Federn können wir übrigens Pfeile machen. Ort, ne? Pfeil. Ich weiß noch nicht, oh, Pilze. Macht. Vielleicht helft mir Pilze noch. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Nein! Oh shit. Oh no. Pilze. Juli. Das hat wehgetan. Was ist das? Pathetic. Du hast einen Egel, komm mal her. Bleib stehen. Mein Egel. Ich krieg schon wieder diese Stimmen. Ja, wir machen's. Irgendein Pilz war doch plus geistige Gesundheit. Was? Das Vogelnest kann man. Ich kann das Vogelnest anzünden anscheinend oder so. Oder, warum habe ich. Wenn man Inventar drückt, dann hat man ja oben Essen und so weiter, ne? Und dann ist da ein Feuer. Was macht das? Da kannst du voll machen. Aber wie mache ich das? Weil theoretisch kann ich das. Zeige ich dir gleich. Kann ich dir gleich zeigen. Warte, ich komme kurz. Leg mal einen kleinen Stock und einen großen Stock auf den Stein. Dann stellst du her. Dann hast du einen Handbohrer. Und dann brauchst du aber braune Blätter. Was nochmal? Was nochmal? Ein kleines Holz und ein großes Holz auf den Stein legen und dann herstellen. Dann brauchst du aber noch einen trockene Palmenblätter, weil nur so kannst du dann das Feuer entzünden quasi. Kleines Holz und großes Holz auf dem Stein. Genau, und dann kombinieren. Geht nicht. Echt? Hä? Also einen kleinen Stock, so einen richtig Mini-Stock. Ja. Kleiner Warte. Stock. Und einen normalen. Und dann einen machst Stock. Du herstellen. Ach dann, Handbohrer. Ja. Auf und den Stein. Ach so, und okay. Jetzt musst du hier so ein paar Bananenblätter kaputt machen, hier wo ich gerade stehe. Und da kannst du dir dann... Du bist schon da. Ja. Wo sind denn die Bananenblätter? Die sind... Zeige ich dir hier, das sind ja. Das hier, ne? Genau. Ja, genau. Die machst du kaputt und die braunen Blätter sammelst du ein. Da drückst du auf Rechtsklick sammeln. Und dann kannst Braune? Du das machen. Genau. Die braunen aber. Ich sehe keine braunen. Es gibt nur manche, die braune haben. Nicht alle haben braune. Ah. Und das können wir dann anzünden, oder wie? Ja. Aber ich habe auch ein Vogelnest, damit kann ich Feuer machen. Je. Yeah. Machen wir das denn jetzt hier? Also können wir gern machen. Machen wir unsere Fackeln an. Ich glaube, dann kommen auch nicht so viele Tiere. Kann das sein? Stimmt ja, das? Ja. Dann mache ich das mal irgendwie hier so. Oh, es ist nervig, okay, dass das alles einzeln einsammeln muss. Dann lege ich das Vogelnest hin und dann nehme ich... Nee, du machst den Handbohrer und ziehst das Vogelnest dann drauf. Aha. Warum quietscht das? Ist da noch ein Vogel drin? Das kann natürlich gut sein. So benutzen. Wo ist denn mein Speer eigentlich? So, und jetzt? Die Waffen sind weg. Wenn du tot bist, sind deine Waffen weg. Das ist super nervig. Bei mir sind die noch alle da, außer der Speer fehlt. Really? Ja, der Speer fehlt nur. Ja, genau, der Speer ist weg. Ach so. Leute, ich habe Feuer in meiner Hand. Geil! Und jetzt? Oh, Larven. Geil, die sind reich an Protein. Was mache ich denn jetzt? Jetzt, Feuer in meiner Hand. Jetzt kannst weg. Du. Ja. Oh, es hat's ja gebracht. Na toll. Ach, es hat. Wach, weil es regnet, dann geht's aus. Na toll. Ja, aber ich hatte es auch in meiner Hand. Das ist ja auch total. Nee, Quatsch. Genau. Wir müssen ein Lagerfeuer bauen und dann können wir unsere Fackeln anzünden. Deswegen würde ich sagen, das machen wir nachher im Lager. Okay. Boah, das stinkt bestimmt absurd.
Ich finde es eigentlich auch nicht geil, dass es hier keinen Weg gibt, weil dann kommt gleich wieder eine dumme Schlange, die einen beißt. Voll die gestörten, wir rennen ja einfach durch den... Oh, schaut mal, wie schön das aussieht hier. Oh, wie schön. Seht ihr das? Hast du gerade Luni echt getrunken? Oh, ja. Erstmal aus ihrer Kokosnuss. Ich habe eine Brühe bekommen. Weg. Ist das was beautiful? Ist denn hier unten? Und die F, die Uhrenansicht, genau. Oh ja, guckt mal alle, ihr braucht ein bisschen Foodie, Leute. Das sind die Blätter, mit denen es Verbände gibt. So Dankeschön. Sieht die Pflanze aus. Was ist das? Quambidis! Oh. Quambidis! Sie hängen fest! Quambidis! Das ist einfach so Ramble. Quambidis! Ich töte sie! Dann gibt's was zu essen. Oh mein Gott! Was? Was? Ist so brutal. Oh, jetzt kannst du es mit der Klinge aufschlitzen. Ich habe sie ganz schlimm getötet, das war ganz furchtbar. Ja, jetzt kannst du mit der Klinge aufschlitzen, gell? Hast du schon gemacht? Soll ich's machen? Komm, ich mach für dich. Schau mal. Ich habe keine Klinge mehr, Leute. Hat jemand eine? Du musst zwei Steinchen zusammenlegen und dann herstellen. Ich habe keine Steine. Warte, guck mal, Lara, drück auf den großen Stein, mach Rechtsklick und dann sammeln, dann hast du ganz viele. Eine Maus? Nee, das waren die Quambidis. Nee, so, hier jetzt ist eine kleine Maus. Jetzt ist das Quambidi weg. Eins ist weg. Genau, weil das haben wir jetzt entweidet. Jetzt kannst du hier dir die Klinge machen. Mach mal zwei kleine Steinchen auf den Stein. Ja. Und dann kannst du dir eine Steinklinge herstellen. Und dann kannst du nämlich hier bei dem Wasserschwein... Wie mache ich die Steinklinge? Habe ich schon. Also genau, die nimmst du. Jetzt hast du sie. Und jetzt kannst du hier bei dem Crambidi hier hinten, bei dem Wasserschwein, kannst du jetzt aufschlitzen drücken. Jetzt kannst du... Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut. Leute, wir sind Gangster. Weißt du, was passiert, wenn wir den Fluss folgen? Dann kommen wir zu Krokodilen. Ich glaube, die sind da vorne. Deswegen passt ein bisschen auf. Hallo, Krokodile. Ja. Die sind so One-Hit, ne? Mhm. Ich erinnere mich da an was. Wie schaffe ich es, meine Lebensanzeige zu erhöhen, Leute? Essen? Trinken und essen. Ich habe irgendwie Durchfall. Das macht mich krank. Ach so, ich bin dreckig. Ah, ich muss mich waschen. Ach, die Gelben helfen auch. Die Gelben machen eure irgendwie Gesundheit auch gut. Die Pilze sind irgendwie so Allheilmittel, ne? Die sind echt gut. Aber ich habe voll den Darmprobleme gerade. Ich habe auch Darmprobleme. Ah, da muss ich Orangen essen dagegen. Orangen helfen wieder gegen Darm. Und was mache ich? Ich habe Lehm. Was mache ich denn damit? Unbekannte Zwiebel. Was mache ich gegen Kotzerei? Vielleicht eine unbekannte Zwiebel essen. Krokodile, Lara, Tinkerleo, pass auf. Yes. Ich glaube, wir sind in dem Gebiet der Krokodiles. Ich habe so eine Wunde am Fuß, am Bein. Am Haxen? Hat jemand Tabakblatt, habe ich übrigens. Wo habe ich das denn her? Knochen ganz viel. Die Knochen zerstören, also die Knochen sammeln, dann kriegst du diese Knochen Nadeln. Ja, aber wie verbinde ich denn jetzt mein ich muss schnell mein Bein verbinden, sonst sterbe ich, glaube ich. Hat jemand Verbände? Nee. Ich glaube, ich habe welche. Ich brauche das ganz schnell, sonst sterbe ich. Komm zu mir. Hier ist eine Krabbe. Es tut mir leid, Leute, aber ich muss das jetzt tun, oh Mann. Bist du bei mir, Lara? Vorsicht, hier ist eine Schlange, Leute. Lara, bist du bei mir? Ich bin da, wo ich eben war. Ich bin ja nicht weitergegangen. Ich weiß nicht, wo du bist. Weiter am Fluss entlang. Lara und Tinker. Hm? Ich sterbe gleich. Ja, Leute, ich humpel ganz schlimm. Okay. Ich weiß nicht, ob meine Energie weg ist. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Tinker, hast du sie? Nee, ich hab gerade die Verbände hergestellt. Ja. Da ist Lara. Ich renne mal zu ihr. Nimm das Tabakblatt, das wird ein Verband. Speerwurf, schreien alle. Okay. Wie hast du die Verbände jetzt nochmal gemacht? Du gehst auf deinen Rucksack und dann klickst du auf die Blätter, rechte Maustaste herstellen. Und dann landen die auf deinem Stein und dann drückst du oben auf herstellen, dann wird es ein Verband. Ach so, perfekt. Oh je. Gnu, die Schlangendomtürin. Ja, ich habe gerade einen von der Ferne mit meiner Axt abgeschmissen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr so Fliegengeräusche hört, dann aufpassen, da nicht hingehen, weil die werden euch auch richtig fertig machen.
Ich hatte auch Rüstung. Wo ist denn die Rüstung? Guck mal, hier ist noch eine unbekannte Frucht. Boah, ich bin voll am Arsch, hab gar keine Power und Ausdauer mehr. Da drüben ist ein Dorf. Wir sollten, oh oh. Sehr gut, weil da können wir ein neues Lager aufbauen. Weil wir sind langsam echt alle am Arsch. Tabakblatt kann ich gar nicht zu einem... Ich muss dich hinlegen. Ja, dann lass uns da links in das Dorf gehen, oder? Ja. Also im Zweifel müssen wir jemanden töten, aber... Warum müssen wir das? Hat sie den nicht gesehen? Wen habe ich nicht gesehen? Das Lager kommt uns, glaube ich, wie gerufen gerade. Da war ein Gepard. Oh. Really? Hier ist ein Wombe, Quimity. Renn dem mal nicht hinterher, hier ist irgendwo eine Großkatze. Eine Tinker, Leo. Und eine Maus. So, ist der da drüben, Chat, oder wo ist der? Ich will den ehrlich gesagt gar nicht sehen, den Sack. Ja, aber ich will wissen, wo er ist, bevor wir da hinlaufen. Ich muss mich hinlegen, Leute. Ja, lass uns in das Dorf da drüben laufen. Nein, jetzt! Wo ist denn ein Dorf hier? Links. Links über den Fluss drüber. Lass mal eben hin. Oh, Larven. Von dir aus rechts. Na prima. Ich glaube, das war tatsächlich so ein Quimbidi, weil die sehen ganz schön groß aus. Quimbidis. Oh, Tinkerleo kotzt erstmal. So schlimm sehe ich heute auch wieder nicht aus. Entschuldigung, war das nicht so gewohnt auf leeren Magen. Wo ist das Dorf? Hier weiter. Boah, da vorne sind Papageien. Die kann man super töten. Vorsicht, ne, hier sind Krokodile. Wo? Überall. Und ihr werdet sie. Links ist das Dorf. Ihr werdet sie fauchen hören. Wie macht man das nochmal? Oh, Scheiße, ich kipp um, Leute. Oh oh. Crocodile Island. Ja, mehr Sinn macht, wenn wir hier gerade mal den Speicherpunkt machen. Weiter wegläuft, lauft einfach. Ja, weil es Sinn macht, hier den Speicherpunkt zu machen, weil dann kommst du im Zweifel hier wieder raus. Okay. Alle rennen weg. Alle rennen weg. Tschüss, Lara. Ah, hier ist eine Matratze. Und du gehst auch direkt schlafen. Oh, hey, Baby. Leg dich zu mir. Komm ich gleich. Holt mich wieder. Bitte. Warte kurz, mein Magen muss sich regenerieren, dass ich nicht mehr kotze. So, jetzt kann ich dich holen. Wo bist du, mein Lara-Licht? Ich lass dich immer wieder im Stich. Wo bist denn du, Lara? Ja, was ist denn das? Habt ihr mich gehört gerade? Am Wasser. Ach, eine Flasche ranhängen. Richtung Fluss wieder, wo wir hergekommen sind. Da bin ich, aber ich sehe deinen Nametag nicht. Liegt da irgendwo auf dem Boden. Ah, da. Ich muss auch schlafen. Ich bin gleich im Arsch. Lohnt sich das Spiel? Also mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich finde es auch voll Spaß. Ich würde gerne nachher einen Koko töten. Liegt aber an meiner wunderbaren Begleitung. Das ist halt so stressig. Oh. Dankeschön. Ich meinte Lara. Entschuldigung. Lehmschmiede. Ich brauche was zu trinken, aber ich habe nichts. Ich muss schlafen. Und ihr seid auch nur meckern, ihr zwei. Ich drehe gleich durch. Sie hauchen mir ins Ohr. Mmh, was ist denn da Leckeres drin? Pilze, oha! Das Lager hier sieht übrigens viel besser aus als unser altes. Ja, ich finde das auch mega nice da hier. Da ist ja Reis drin. Oh, hier ist sogar ein Bett. In meiner Brühe sind Reis und Pilze drin. Ja, dann lass uns doch hier tatsächlich mal eine ordentliche Base bauen mit Wasserfängern und sowas. Mhm. Euch die faulen Mädels an der Pendi einfach. Salami im Rucksack. Ich würde Obwohl mal wir bei dem anderen auch so ein Wasserloch in der Nähe hatten, ne? Ja, aber hier haben wir einen Fluss, in dem wir im Zweifel Fische jagen können. Besser, besser. Schon wieder eine Wunde am Arm. Oh Mann. Ich muss halt jetzt. Ich suche gleich Schildkröten. Boah, ich muss echt jetzt aus dem Pisswasser trinken. Ich schaff das sonst nicht anders. Ich werde echt müde. No bad idea. Muss leider nochmal sein. Disgusting. Ugh. So. Was hilft gegen Durchfall? Welche Pilze? Ich leg mal hier ein paar. Ah, wir haben eine riesen. Kann mir das kurz jemand sagen? Keine Blätter. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es tatsächlich gerade auch nicht.
Orange, sagt ihr? Okay, Orange ist gegen Anti-Bleh. Guck mal, lass uns doch fürs Feuer... Oh, Orange hilft wirklich gegen Durchfall, Leute. Ein großes Lagerfeuer machen, hier drin. Ja, ich habe ganz viel Fleisch. Ja. Heute geht auf mich der Scheiß. So, das war's auch schon. You will fail. Hier ist eine Fackel. Lara, oh, willst du den Papageien dann näher mal betrachten? Wie denn? Warte. Was ist das denn hier? Was? Was hast du gemacht? Zeig mal, was hast du gemacht? Hast du den abgeworfen gerade? Ja. Ich hab du hast ihn getötet! Ja, oh, ich hab's nicht gesehen! Kannst du dir anschauen, wenn du magst? Wie hast du den getötet? Ihr könnt auf, wenn ihr Mausrad gedrückt habt, könnt ihr zielen. Nein, nicht machen. Lol. Kann ich da diesen kleinen... Oh nein. Meine Axt! Meine Axt! Ich wusste es! Oh mein Gott, Piranha! Ah, Piranha! Echt jetzt? Oh nein. Du bist gestorben! Oh Mann! Oh Gott, du bist geplatzt! Oh mein Gott, die Piranha, jetzt liegen deine ganzen Sachen da drin, ne? Scheiße. Lara, ey. Lara ist exploded. Lara ist... Sachen da? Wo sind die denn? Geplatzt. So. Die liegen jetzt im Wasser. Ich hatte so viel Esskram und so. Ach, Herr Jebidi. Ich höre die jetzt auf. Was muss ich tun, damit ich die nicht mehr höre? An Lagerfeuer geben. Können wir ein Lagerfeuer bitte machen? Das ist sehr unangenehm, die zu hören. Ja, jetzt wisst ihr, wie es mir vorhin ging, Mann. Ganz kurze Frage, was ist das hier? Was? Das hier. Was? Was? Ach so, dann müsst ihr eine Wasserflasche hinmachen und dann könnt ihr, ja. Also eigentlich, wenn wir jetzt unsere Kokosschale hätten, könnten wir da unten das Wasser auffangen. Können wir als erstes das Lagerfeuer irgendwie machen? Ja, wir holen jetzt mal Stöcke. Jeder geht mal raus und... Hat jemand einen Speer? Ganz kurz. Wenn ich einen langen Stock finde, dann sag ich Bescheid. Ich muss mich hinlegen und ausruhen, das mache ich jetzt mal ganz kurz. Lara, ich kann dir meine Axt geben, komm mal her. Dann kann ich die Fische töten, einfach mit dem Speer. Und dann kann ich mal meinen Stuff wiederholen. Komm mal mit, Lara, ich mache dir einen Speer, aber du musst mitkommen. Weil ich jetzt die Fische aufspicken alle. Komm mal mit, Lara, wenn wir schnell einen großen Stock finden, dann kannst du mir helfen. Ich frag mich halt, wie lange das Zeug da liegt und ob das da noch liegt. Ja, und eine Kokosschale brauchen wir unbedingt, um Wasser auffüllen zu können. Das liegt da schon eine Weile, keine Sorge. Aber komm mal mit mir mit. Jetzt. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Nimm mal den unbekannten Pilz. Ich bin hier. Siehst du es? Hier? Wo bist du? Nein. Da. Ich bin im Lager. Da. Oh. Stöcke, um das Lagerfeuer hier voll zu machen, so ein bisschen. Ach, scheiße. Nein, ich will meine Axt. So. Okay, komm mal mit. Wenn du einen großen Stock siehst, dann schrei, weil dann mache ich dir einen Speer. Okay. Und dann müssen wir Stöcke holen, sonst dreht Tinker noch durch. Vorsicht, hier sind überall Krokodile. Ich weiß es noch, ich weiß schon mal. Das ist nicht funny. So, wo hat sie große Stöcke? Ach, da braucht man einmal einen großen Stock in seinem Leben. Bräuchte kleine, aber selbst die finde ich nicht. Ja, ist nicht so easy hier. Ich will meine Sachen wieder haben. Kriegt man die überhaupt wieder aus dem Wasser? Ja, ich denke schon. Ich habe meins gerade auch aus dem Wasser gekriegt. So, oh, langer Stock. Oh, langer Stock, da war ja einer, guck. Oh, so, warte. Nur? Ja, ich mach dir einen Moment. Herstellen. Warte. Wie du mit den hinschmeißt. So, warte. Hast du noch Steine? Ah, warte. Gar nichts. Ich kann dir kurz einen machen, warte. Herstellen. So. Da, bitteschön. Der Danke. Ist es. Ja. Sehr gut. So, ich töte jetzt die Piranhas und hole meine Sachen wieder. Ja, ich sammle kurz Stöcke, Tinker, damit du nicht mehr durchdrehst. Ich brauche halt vielleicht auch noch Steine. Dann kann ich mir auch einen Speer machen.
Danke, Lisa, Musik. Vielen Dank. Sammle mal Blüten. Oh ja, wie sammle ich die? Wenn die kommen, die Leute, oder was? Ja, weil dann dreht sie durch. Oh, da ist ein Krokodil. Ich dachte gerade. Boah, das sind Krokodile. Ich sehe, seht ihr das da hinten im Wasser? Das sind Krokodile. Hier sind überall Krokodile, ich erinnere mich. Ja, also ich glaube, wenn man durchdreht, dann kommen irgendwann die Eingeborenen und die bringen dich halt direkt um. Und die sind echt gruselig, weil die erschrecken dich halt richtig. Wo sehe ich denn mein Stuff? Im Wasser drin eigentlich. Du musst ein bisschen reinschwimmen. Ich sehe mein Stuff aber nicht. Ist er weg? Möglich, dass der despawnt, wenn du nicht schnell genug dran bist. Lara, hast du noch große Stücke, was die brauchen das? Wir jetzt? Oh nein, du drehst jetzt warum? Auch durch, oder? Nee, ja, ich hab von irgendwas Schaden bekommen, aber ich weiß nicht von was. Wahrscheinlich noch so ein vom Fisch. Wasser? Blutegel? Ah, warte mal, untersuchen soll ich mich? Stressig alles. Ja, eine Wunde habe ich am Ui, oh mein Gott. Ich glaube, die Fische haben mich angefressen, kann das sein? Sieht böse aus. Scheiße, echt? Ja. Womit mache ich denn Verbände? Mit Bananenblättern? Nee. Geht nicht, ne? Mit Bananenblättern? Welche anderen Blätter? Ich glaube, das waren irgendwelche anderen Blätter. Kack. Ich muss ehrlich gesagt einfach mal kurz, ich brauche Steine, sonst kann ich hier gerade gar nichts machen. Sind bei euch Steine, Leute? Habt ihr noch Steine? Ich komm mal zu euch. Ich krieg meine Sachen da aus dem Wasser nicht raus, ey. Oh nein, dein Speer ist weg! Ja. Ja, aber der ist im Wasser auch dann, oder nicht? Hast du nicht noch einen langen Stock? Was war Kohlenhydrate, ja, aber ich brauche Steine. Proteine. Ja, ich müsste halt. Nee, minus geistige Gesundheit. Ich müsste halt was. Ein Feuer bräuchte ich immer noch. Feu-Feu? Ja, ein Feu-Feu, aber ich finde keine Stöcke. Ich habe jetzt ein paar. Ich bräuchte eigentlich Steine, dann kann ich euch alles craften, was ihr braucht. Geht weg! Ihr kackt Piranhas! Warum sind die ausgerechnet da? Gute Frage. Fisch? Hier ist ein, wir haben eine Fischfalle hier scheiße, sogar. Ich bin glaube ich Leute. So. Ja? Ja. Ich bin so voll, dass ich nicht mehr rennen kann. Ich habe meine Tasche voll bepackt mit toten Papageien. Und Bananen. Ich muss gleich mal ein bisschen was essen. So, kann ich jetzt. Okay, ich brauche Steine. Das ist ganz dringend. Ich glaube, wir brauchen auch fürs Lagerfeuer große Steine. Also ich habe jetzt ganz viel Stöckchen. Steine wäre halt wichtig für Speere und alles. Da finde ich gerade halt Mann, gar nicht. Mann! Was ist los? Ich versuche mal Stück für Stück was aus dem Wasser zu holen. Ich glaube, das ist leider, das musst du leider, da musst du leider sagen, ja, goodbye, my lover. Ich schmeiß das jetzt hier, ich habe einen Pilz, habe ich sammeln können. Und einen Stock. So, was haben wir da, der große Stock? Ich schmeiß einfach alles hin und dann laufe ich wieder rein. Also Lara, wenn du dahin kommst, wo du vorhin warst, das ist verschindelt. Verdorben. Dann kann ich dir nochmal einen geben. Aber nur, wenn du mir versprichst, loszulassen. So, wir brauchen noch 4 große Steine für das Lagerfeuer, dann ist es fertig. Warum war ich denn gerade so langsam? Das verstehe ich nicht. Okay, ich habe noch einen Pilz gekriegt und meine Fackel. Okay. So, ist das Fleisch, das wird auch verdorben irgendwann, oder? Das müssen wir jetzt echt mal verfallen. Das müssen wir jetzt echt mal langsam machen, weil ich habe so viel geilen Shit hier. Ja, wir brauchen, wie gesagt, noch 4 große Steine, dann ist unser Lager und nach 8 kleine Steine. Ja, ich komme. Ich habe hier auch ganz viele kleine Stöcke, nur ich kann gerade nicht schnell rennen, weil ich habe zu viel Zeugs im Rucksack. Oh mein Gott. Joghurt! So. Okay. Lara, wollen wir mal Steine suchen gehen?
Du kriegst es nicht wieder. Sammel neu, da bist du ich schneller. Ich habe ein paar Sachen, habe ich geholt jetzt schon. So, guck wie mal, kann ich die Blumen hier eigentlich holen? Wieso bin ich so langsam? Ach, weil wahrscheinlich, weil du zu viel im Inventar hast. Bei der Hocke. So, oder das. Hier. Ja, ich habe auch zu viel gerade im Inventar. I'm on my way. Hey, sind da viele Papageien? Was war das? Ich hole mal so Stück für Stück Sachen. Ich krieg das so langsam. Knochen ich bin schon. Gleich da. Ich will mein Holz hier nicht wegschmeißen. Oh, da ist gerade... Oh mein Gott, Leute. Hier sind überall Kokosnussbäume. Wisst ihr, was es bedeutet? Essen und trinken. Ja, und hier ist gerade eine Kokosnuss runtergefallen. Wo ist die hin? Wo ist die Kokosnuss? Er hat die Kokosnuss geklaut. Das wollte ich auch gerade machen. Hier sind überall Kokosnüsse. Das wäre wahrscheinlich schöner gewesen. Oh Gott, ich höre da Leute singen. Ja. Das wird noch richtig widerlich. Wir brauchen noch ein paar große Steine. Leute, please. Ja, ich komme gerade. Wo ist denn die Kokosnuss? Verdammte ich sterbe Scheiße. Da aber nochmal, aber dann sammle ich immer alles Stück für Stück. Das ist schon mal gut. Okay, so hier. Ich habe ganz viel dabei. Sag mir alles, was du brauchst. Große Steine. Wir brauchen noch zwei große Steine. So, warte. Der Rest steckt drin. Ach so, große Steine. Warte mal. Warte. Das ist alles mein Stuff, was hier liegt. Alles meins. Ist das ein Lagerfeuer oder was wird das? Ja. Okay. Leg mich mal kurz ein bisschen hin. Braucht ihr mal ein paar Bananen? Nee. Nur Sanity. Ich werd irre. Ein bisschen. Ich leg euch mal mein ganzes Holz hier hin, ne? Das ist voll die Offenbarung. Was, wieso bin ich denn immer noch zu voll? Wo ist eigentlich der komische Papagei? Ach, die Papagei, deswegen. So, jetzt. Ich hole schnell einen großen Stein. Irgendwo. Oh, ich hab mein Speer! Wo ist die Kokosnuss? Voll am Fein, jeder macht seinen eigenen Scheiß, alle sterben sich vor sich hin. So, kann ich die hier? Wenn ihr einen Stein seht, dann schreit. Yes. Hier liegt irgendwo noch ein Stein, ich habe noch einen gesammelt. Sehr gut, dann schmeißt ihn aufs Lager, damit wir essen können, was es verdirbt auch mein ganzes Fleisch. So viel tolles Fleisch hier für euch. Das muss verzehrt werden. Ich sterbe gerade schon wieder. Oh Mann. Oh. Aber ist egal. Ich war eh verwundet. Ich brauche wirklich dringend... Ah, die Uhrzeit und die Maus... Genau, das haben wir. Was bringt uns die Uhrzeit? Das Lagerfeuer, einen großen Stein. Irgendwie. Ein kleiner Stein liegt auf jeden Fall am Lagerfeuer. Nee, ich brauche zwei große Steine. Shit. Und ich kann nicht mehr los, weil gleich sehe ich die Viecher. Genau, Lara, deswegen solltest du kurz mit mir mitkommen, weil ich finde einen und dann kannst du den anderen gleich mitbringen. Ich guck gerade, wo die sein könnten. Scheiß Steine, Mann. Oh, scheiße. Ich leg mich hin und versuche, bis ihr die Steine habt, zu schlafen, sonst... Getting crazy. Absolutely. Ich nehme Maden und Knochen. Ekelhaft. Warum genau ist jetzt mein Speer weg? Ah, ich habe einen großen Stein. Einen. Lara, kannst du bitte einen großen Stein suchen, bitte. Oh, was war denn das? Oh, jetzt auch voll viel trockene Palmenblätter. Geil. Man sieht halt nichts, ne? Was ist, wenn wir uns schlafen legen nochmal, bis es hell wird? Bringt nichts, die kommen auch im Schlaf. Jetzt bin ich auch Scheiße. Ausgeschlafen, ich kann nichts mehr tun. Ich muss einfach nur warten. Okay. Bis die kommen und mich holen. Ach, die Koordinaten sind wichtig um uns. Ach, das stimmt. Wir müssen uns auch die Koordinaten merken, weil es wird nicht angezeigt, wenn wir irgendwo ein Lager haben, leider. Ja. Das ist wirklich sehr anstrengend. Dankeschön. An Bones hat einen Sub verschenkt. An Katarotti. Dankeschön. Nein, Katarotti hat einen Sub verschenkt. Vielen Dank. Ich habe einen Stein. Hast du? Brauchst du noch einen? Ja, einen noch. Brauchen wir noch einen? Oh mein Gott. Scheiße, das sind die anderen Pilze. So, nur noch einen. Und dann brauchen wir noch... So, kommt schon. Was ist das?
Oh, hier ist ein Krokodil. Oh mein Gott. Danke an Klisch Potato für den Prime. Bleib von denen weg, die Kids. Wir können uns nachher mal zusammen ein Krokodil gönnen, wenn wir geschlafen haben und es gespeichert hat. Gönnen uns ein Krokodil. Dann probieren wir es mal umzubringen. Ja, ja. Der Krokogeil. Ich hab einen Stein. Oh, yeah. Oh, sehr gut. Schnell, schnell, schnell. Und dann, wie macht man das Feuer an? Ich mach das. Aber okay. Wir brauchen noch kurz trockene Blätter. Ich gehe kurz noch mal. Ich habe ein Vogelnest. Oh, geil. Okay, dann gib mir das mal. Warte, wo ist es? Hier ist noch einen Stein übrigens, Leute. Gut. Ihr braucht einen großen, ne? Also ja. Nicht zerkleinern. Also wenn nicht zerkleinern. Wenn du ich schmeiße das Vogelnest schon mal hier. Ah, sehr gut. Hier. Ein Stein noch, okay. So, da muss ich noch kurz einen machen. Oh. Mhm. Okay. Oh, Lara. Für meine kleinen Schmeiß den hier rein. Oh, oder so. Oh, Entschuldigung. Dann geh weg von. Danke. So. Okay. Die sind da. Nee. Schaffst du's? Die sind ganz nah dran. Schmeiß uns. Unangenehm. Ja. So, Moment. Ja. Ich rubbel für dich, wie ich noch nie gerubbelt habe. Oh, rubbel für mich. Rubbel so. Die Tinker. Rubbel. Nicht zu gucken, das ist intim, Oh yeah. Puff. So. Oh. Schmeiß Danke. Euren Shit drauf. Ich schmeiß mal die Papageien drauf. Hab ein Ei, Krabbe, Banane. Geil, ich zerpflück den jetzt. Dankeschön, PK, für einen verschenkten Sub. Dankeschön. Und danke an Jojona für 100 Bits. Um geistige Gesundheit, steig schneller. Ich hab jetzt Federn. Sanity-Pillen. So. Kann man auch die Banane rösten? Ich hab sie mal draufgeschmissen. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich weiß noch, dass wir Fischsuppe machen können, die... Hör auf, mich anzuflüstern. Also wir müssen jetzt richtig viel fressen. Weil mein ganzes Fleisch wird schlecht. Verfallen in 7 Stunden, 19 Stunden, 3 Stunden. So. Okay. Ich esse gleich die Languste. Ich hoffe, dass die mir geistige Gesundheit bringt, wenn die gegrillt wurde. Oh je. Plus 5 geistige Gesundheit. Bringt es auch was, wenn mein Fleisch so in der Luft fliegt und nicht am Feuer ist? Nee, ich glaube, du musst es da drauflegen. Auf den Stein? Da auf diese Punkte. Ach so. Okay. Oh, come on, ich habe jetzt so viel geistige Gesundheit dazu bekommen. Geh weg jetzt. Ach so, ich kann immer noch auf die Steine legen. Ja. Sagt mal, Waffen verschwinden komplett, wenn man stirbt, ne? Mhm. Dein Speer und so ist weg. Ja, aber warum war mein Speer vorhin noch da? Ich habe ihn aus dem Wasser gefischt. Vielleicht ist es auch random, welche Waffe verschwindet, aber es kommen nicht alle wieder. Mhm. Ich frage mich, ob das ein Bug ist. Mhm. Es ist so lecker, Leute, wenn ihr Brühe esst und da Reis mal macht und Pilze. Kann ich sehr empfehlen. Warum sinkt die Sanity auch? La, kannst du mal eine Weile nicht sterben? Oh genau, meine Knochen. Was kann ich denn mit den Knochen machen? Sammeln. Da kriegst du diese kleinen Knochen. Oh ja! Ich hab ganz viele. Magst du einen? Na gut, dann lassen wir das. Oh nein. Warte, ich mach nochmal neu. Ich rubbel nochmal für dich. Hat denn jemand noch einen Verband vielleicht? Guck ich gleich, warte. Knochensuppe, warte mal. Bin ich ein bisschen angefressen von den Piranhas. Mhm. Also warte mal, dann mache ich in die nehmen. Kokosnuss-Wasserschale. Danke, mein Süßi. Was machst du denn? Jetzt hat er mir noch eine Vanilla-Cola gebracht. Süß. Come on. So. Ich rubbel. Kann man das und nicht? Und let it burn. Come on. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Oh, jetzt kann ich auch meine Fackel anzünden. Ihr könnt jetzt eure Fackel anzünden übrigens, wenn ihr Bock habt. Hat noch gar keine gebastelt tatsächlich. Eine Überdachung sollen wir übers Feuer bauen. Das sonst geht's mega. Aus. Oh. Mm. Okay, warte, Tagebuch. Überdachung. Ich sterbe übrigens gleich. Ich brauche dringend Verband. Wie macht man den? Bananendach, Palmendach. Leute. Wie macht man Verbände? Irgendein gelbes Blatt oder so. Gelbes ich weiß Blatt. Es nicht. Wo kriege ich das her? Warte, ich habe vielleicht noch. Ja, guck mal, hier schmeiße ich hier hin, liegt hinter mir.
Danke. Oh. Ach so, einfach ein Bambusblatt. Ist das Bambus? Danke an Cookie Gamer. Muss mein Restgeld loswerden. Dankeschön. Hm. Okay, habe ich noch mehr oder was? Oh, ich habe noch eine Verletzung. Scheiße. Hat noch jemand noch ein Blatt? Hol ich gleich eins. Feuer machen jetzt. Mach kurz das Feuer nochmal an und dann hol ich ein Blatt. Das, ich sterbe halt gleich, ne? Also ich verblute. Tinker, hol du hier mal schnell. Hier liegt noch ein Verband. Liegt, liegt, liegt. Danke. Du bist ganz schön ruhig. Hey, ich verreck gleich, Leute. Wie wär's mal? Ja. Danke. Ups. So, und jetzt muss ich was essen? Oder warum ist meine Lebensleistung? Genau, wir braten gerade. Ich würde mal die Kokosschalen hier weglegen, weil die brauchen wir. Die Kokosschale können wir hier drunter legen, Leute. Guck. Ja, lass mich aber eine bitte liegen. Ich mache in die Kokosschale gleich Wasser. Und dann mache ich da einen Knochen rein. Das soll die Sanity wohl wieder hochmachen. Okay. Ich brate noch ein bisschen fleischig. Hab noch voll viel. Mann, dauert das lang, ey. Bam, was sind denn, was sind denn Bambus sind diese, wo sind die denn? Was war das jetzt? Oh mein Gott, da hat einer von euch, glaube ich, verdorbenes Fleisch auf den Grill gelegt. Oh Gott, das bin, nein, es war vergiftet, es war Frosch! Jetzt bin ich, meine Sanity ist null, ne? Also ich bin rot. Ich werde gleich sterben, es ist null. Ich habe jetzt hier das Wasser, aber wie... Alter, Nexo, danke für 10 Stufe 1 Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Oh mein Gott, die Eingeborenen sind da! Ah! Die Arschlöcher! Es sind voll viele! Lara, hast du noch einen Knochen? Hilfe! Oh mein Gott, hast du einen Knochen, Lara? Sie mich umgebracht. Ja, einen habe ich. Scheiße. Da in das Wasser schmeißen, so eine Gnu das trinken können, weil Knochenwasser... Ach, wer von euch hat verdorbenen Frosch auf den Grill geschmissen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe alles, was ich an Fleisch hatte, draufgeschmissen. Nie Frösche mitnehmen. In die... Jetzt hast du das Wasser rausgetrunken. Alter. Lara. Danke, Nexu. Mag dich so gern, aber gerade. Hallo, Endbossi, wie geht's dir? Ey, wir sind solche Opfer. Okay, okay, Lara, ich lege jetzt nochmal Wasser weg in die weg von meinem Loot, Mann. Okay. Magst du bitte einen Knochen in die Schale schmeißen? Das mach oder ich jetzt. Oder leg einen Knochen auf den Boden. Warte mal, wie geht denn das? Oh, es ist mühsam, dass ich alles immer einzeln aufheben muss, aber ey. Wie kriege ich denn dann das? Hä? Wo ist der Knochen jetzt? Jetzt hast du es getrunken. Tinker. Warte, ich hab den Knochen. Aber jetzt ist das Wasser weg wieder. Nee. Aber ich kann es da auch nicht reinlegen, tatsächlich. Ach komm schon. Ja, du bist jetzt auch gleich aufgespießt, so jetzt. Wie ich. Jetzt. Nein, die töten mich nicht. Ihr müsst auch gucken, ob das Fleisch verdorben ist. Das nicht drauflegen, bitte. Da steht immer die Uhrzeit dran auch. Es kommt davon, wenn man Ego ist und alles davor essen wollte, so wie ich. Ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Ja. Aber mein, es ist nicht hochgegangen. Ja, bei mir war es, glaube ich, ein Frosch. Da wird mir ein Frosch gegeben. Oh nein. Das hat nichts gebracht. Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich, was macht man gegen so Sanity-Verlust? Kann ja nicht sein, dass hier die ganze wegen irgendwelchen Eingeborenen umgebracht werden hier. Es regnet auch die ganze Zeit ja nur. Ich esse mal den Fisch, den ich habe. Diskusfisch. Gekocht. Hier ist doch was gekocht. Ja, aber einen habe ich schon gegessen. Ach, minus 3 Lebensmittelvergiftung. Okay, aber ich brauche ja Sanity. Probier Pilzsuppe. Okay. Hier ist Klapperschlangenfleisch. Kann man das irgendwie zerstören? Ich zerstöre das mal, ja? Geht das überhaupt? Es geht gar nicht. Wir haben kein Feuer mal wieder. Also lasst uns einmal irgendwie ein Dach für das blöde Feuer bauen. Ja. Ich trinke jetzt Durchfallwasser. Okay, also. Wie geht das denn? Wie macht man das? Achso, ich muss ja erstmal. Muss ich nicht. So, und dann nehme ich einfach Zeit Durchfallpilze. Ja, das ist aber keine so gute Idee. Ich glaube, wir müssen erstmal irgendwie. So kannst Gerüst du nochmal das Feuer anmachen? Ja. Ich hasse den scheiß Dschungel. Same. So.
Wir müssen auch noch Überdachung machen, gell? Können wir den Scheiß nicht einfach verschieben? Ja, das gucke ich gerade, wie es funktioniert. Hier, Rahmen. Können wir das nicht verschieben, ja, genau. Die Scheiße? So, wir können den Rahmen bauen. Soll ich Feuer jetzt nochmal anmachen oder regnet es gleich please, wieder? Please, Feuer. Ey, das... Ich brauche ein Vogelnest. Ihr habt nichts mehr. Hat jemand von euch noch trockene Gräser, die ihr mir kurz geben kann? Oder kann ich auch Federn verbrennen? Aber das fackelt doch ab, unser Dach dann. Ich glaube, so realistisch denkt das Game auch nicht. Aber guter Punkt. Okay. Ja, ich brauche trockene Gräser, sonst geht hier gar nichts. Das Spiel macht mich narrisch. Sollen wir uns mal schlafen legen vielleicht und dann am Tag suchen? Ja. Besser, ne? Okay. Ich will doch eigentlich ein Krokodil noch töten. Schlaf jetzt. Wie halt drei Schnecken haben, helfen gegen Wahnvorstellungen? Dann gehe ich gleich Schnecken holen. Hey, ich will auch eine Matratze haben. Hier sind aber wenig Schnecken. Ah. In dem Sumpf hatten wir halt so viele Schnecken. Danke, Allweib, für einen Stufe 1 ab. Vielen Dank. Bin mir nicht sicher. Und danke, Nexus, für 10 Euro guter Content soll belohnt werden. Dankeschön, Nexus. Vielen Dank. Oh, dankeschön. Haben wir da was liegen lassen? So, ja, schwer Festsport hier schon wieder. Lasst uns nochmal schlafen legen, Leute. Nochmal. Na, es ist nachts noch, oder? Ich weiß es nicht. Warte mal, 5 Uhr morgens haben wir es. Ja, dann wird es ja gleich hell wahrscheinlich. Ja, um 5 Uhr wird es gleich hell. Mhm. Jetzt hört doch auf, mich anzubrüllen, ihr Kacknassen. Achso, ihr geht nicht mehr schlafen. Auf dem Stein sind Schnecken. Haben wir irgendwas im anderen Lager liegen lassen? Wisst ihr das noch? Ja, selbst ja. Wenn, würdest du zurücklaufen wollen? Nee, nicht wirklich. genau, Kinder, ich würde sagen, was ist nochmal das? Ich brauche unbedingt. Ich muss jetzt eine Made essen. No, bad idea. Ich brauche Proteine. Und ich brauche Nuss. Meine Maden sind im Fluss. Kannst du aufsammeln. Oh, geil. Geistige Gesundheit Fleisch. Minus 5. Das Wasserschweinfleisch ist verdorben. Oh nein. So. Wie kann man das zerstören? Ach so. Ist es jetzt durch oder? Ja, tatsächlich. Geil. Okay, wollen wir weiter oder? Weil. Ja. Ich würde sehr gerne ein Krokodil umbringen. Also, ich kann immer noch nicht. Ohne ich muss erst. Danke, Pika. Da sind ganz viele Schnecken, oder was ist das? Guck mal, da gegenüber auf dem Stein. Genau, da will ich gleich hin, sobald wir aber ein Lagerfeuer haben. Ja, aber wie kommen wir da rüber? Schwimmen. Naja, Piranhas. Viel Spaß. Was brauchen wir gleich für ein Lagerfeuer? Ein Boot oder so. Alter, Jungs. Schnickel! YOLO. Jetzt bin ich gestolpert über diesen Ast und jetzt bin ich verwundet. Nein. Oh, ich habe richtig viel Schnickel. Mir jetzt den Fuß gebrochen, oder was? Hä? Nee. Was habe ich denn? Was war das? Ich war das. Waschen. Was habe ich denn? Ach, Durst habe ich. Scheiße. Dass die Kokosnuss unter Wasser filtern? Wie geht das jetzt hier mehr? So, Schnecken. Es regnet schmutzig. Schon wieder. Ja, sehr gut. Haben wir noch Kokosnussschalen? Ja. Die wir aufstellen warte. Können? Warte, lass mal gucken. Nope. Nur ganz viel Knochen. Und es regnet wieder. Und Maden sind hier. Maden, meine Maden lagen hier noch. Ja, Maden sind sehr gut an Eiweiß. Ich muss unbedingt was trinken. Trink ansonsten, sammel orangene Pilze, trink dreimal Wasser, dann kannst du auch die Darmprobleme orangen wieder lösen. Orangene Pilze? Warte mal, dreimal die einzelnen. Wasser trinken und dann... Die einzelnen orangen Pilze. Ja, so rot, ja? Ja. In den könnt ihr alle mal einen Baum fällen für das Dach hier? Ja. Das sind die verdorbenen Pilze aus meinem Inventar. Das Problem ist welchen? Es gibt hier so viele, die irgendwie nicht zu fällen gehen. Hier, Palmblätter, oder? Ganz so wahnsinnig dicke. Hier hast du Palmblätter, ganz viele. Komm mal zu ja, mir. Ja, die habe ich aber dreimal Wasser trinken oder zweimal? Doch, hier ist trocken. Mach zurück zwei, dreimal. Guck mal nach, wie viel du brauchst. Hier habe ich trockene, oder? Oh Mann. Wieso gibt es hier keine trockenen mehr?
Mach dir doch aus dem Knochen ein Messer und ein Speer. Geht das? Da brauche ich erst noch einen großen Stock. Oh, aus Knochen yes. Könnt ihr auch, euch auch einen Speer machen. Ich habe keinen Knochen mehr. Ja, ich muss auch. Also ich habe ganz viel Knochen, wenn ich brauche. Nee, Knochennadel. Ja, gerne. Ich mache mal ein paar Sachen, wartet. Oh ja, guck, ist so schade. Sehr gut. So. Oh, ich habe trockene Blätter. So. Nehmen. Nehmen. Und weiter. Hier hat's ganz viel trockene. Trockene. Was machen wir denn mit dem Wasserfilter? Lass uns doch den hier irgendwie machen. Da brauchen wir noch eine Flasche, glaube ich. Das Dach machen, damit uns das Feuer nicht immer ausgeht. Gehen wir doch einfach ein Krokodil töten. Okay, dann lass uns das machen. Du wolltest mir noch einen Knochen geben? Ja, warte, ich bin gerade am... wer von euch stöhnt da vor Schmerz gerade rum? Ich. Kann mich jemand kurz aufheben, bitte? Ja, ich bin tot. Was, warum? Hast du gerade geschlürft, Gnu? Nee. War das im Spiel? Ich weiß nicht. Und ich habe das mit Xanity nicht mehr. Jetzt können wir auch Krokodile töten gehen. Yeah! Muss ich nur gucken, wo mein ganzer Stuff liegt. So, ich habe ganz viel trockene Blätter. Soll ich nochmal Feuer anmachen, bevor wir das wieder auch die trockene Scheiße hier sind wieder... Das trockene? Ist das die dunkelbraunen müssten trockene sein, genau. Und Tinker, du musst mir nochmal zeigen, welche Blätter für die Verbände sind. So, jetzt. Die normalen Palmblätter, glaube ich, oder? Sind das Aloe Vera? Nein, so grüne Blätter. Hier reden die hier von Aloe Vera? Im Wald. Nicht die Bananenblätter, ne? Ach, Kugelfischfleisch. Ja, Leute, das dürfen wir nicht essen. Oder habe ich gerade falsch gelesen? Ach, Disco. Nicht die Palmen, nicht die Bananenblätter? Oder sind das die Bananenblätter? Nein, es sind kleine gelbe Pflanzen auf dem Boden unten. Kleine gelbe Die musst Pflanzen. Du abhacken. Dann kriegst du die Blätter, die du brauchst. So, ich schmeiß mal noch Fleisch hier drauf. Blaue Pilze habe ich hier. Banisteriopsis-Liane habe ich hier. Okay. Trockene Lianen. So, wir brauchen immer noch einen großen Stock und die kleinen Stöcke. Ich habe noch einen großen Stock gebracht. Ich habe noch ein bisschen was. Also groß habe ich nicht, aber normale. So. Und kleine. Kleiner Stock. Ihr könnt uns gerne sagen, wo es noch Lagerfeuerchen gibt. Feufeu. Lagerfeufeu. Lagerfeufeu. Feufeu. Ich möchte jetzt Krokodile. Nuli? Ja? Gnu? Du wolltest mir noch einen Speer machen oder so, ne? Dafür brauchen wir erstmal noch einen großen Stab. Ich guck gerade nur, wenn man hier anscheinend irgendwie durch die... mit den Knochen... Und hast du noch einen Knochen übrig für mich? Dann ja, einen Splitter. Ich habe eine Knochennadel. Ja, ich wollte mir so ein Knochenmesser basteln. Scheiße, ich habe die alle zerpflückt. Scheiße. Lass uns mal Krokodile umbringen. Ich habe gerade irgendwie Bock. Da kriegen wir ganz viel Knochen nämlich. Ich muss ganz schnell pipi, Leute. Ich renne ganz schnell. Ich muss auch pinkeln. Wer schneller okay. ist. Okay. Bis gleich. So, jetzt lege ich den langen Stock nochmal hier hin. Den brauche ich gerade noch nicht. Ich glaube, Axt habe ich keine mehr. Kann das sein? Nee. Oh, guck mal, Leute, mein ganzes schönes, super volles Inventar ist so leer. Jetzt muss ich wieder ewig suchen, bis ich Steine finde. Ich schmeiß den nochmal hier hin. Aber wenigstens ist meine Sanity wieder oben. Jetzt kann ich mich gleich auf die Suche machen. Dann machen wir das Dach einmal fertig. Und wenn die Mädels die Krokodile töten, gucken wir uns die Schildkröten an. Dann haben wir nämlich große Wassertanks. Langen Stock und ein Seil. Nee, ich möchte keinen Bogen. Ich möchte ja was um die Stämme, also wie soll ich denn mit einem Bogen die Holzstämme fällen? Na? So. Das war erfrischend.
Ich glaube, wir müssen halt immer wieder die Location ändern, weil an vielen Locations gibt es halt wenig Stein, dafür mehr Stock, dass wir halt wirklich viel haben. Also ich habe tatsächlich damals hier mein großes Lager aufgebaut. Ich erinnerte mich daran, als wir hier waren. Wir haben mega viel hier gemacht, mega groß auch bauen können. Mm. Eigentlich ist hier richtig gut, weil du hier immer Wasser hast und das abkochen kannst und so. Ach so. Wir können jetzt auch Bogen machen. Ach stimmt, und ich konnte mehr Stuff tragen. Ne? Ich erinnere mich. Ja. Man konnte auch mehrere Blätter und so tragen. Ich erinnere mich langsam wieder an alles. Und wir können auch jetzt einen Bogen machen, glaube ich. Okay. Sobald Lara fertig vom Kacken ist, wir könnten auch so einen Wagen machen, wo man alles reinlegen kann. Oh ja. Was ist denn das hier eigentlich? Ey, ihr habt einen Piranha gefangen. Nice. Oder was ist das hier? Was? Ja, irgendwo war eine Falle, aber die war witzig. Vom früheren Campbauer. Ach, witzig. Dankeschön an Mettem für einen Subs 3 Monate im Voraus. Vielen Dank. Dankeschön. Und danke an Very für ein Prime. Dankeschön, beste Streamerin. Ich blasche. So, wo sind denn jetzt die langen Stöckis? Die Blätter haben gerade Spaß. Die haben Sex miteinander. So tun sich also Blätter vermehren. Wusste ich Blätter gar nicht. Sex, Blätter Sex. Wo ist denn jetzt noch so ein langer Stock? Ich möchte den lebenden Piranha gerne auf die Kochstelle schmeißen. Voll fies. Der zuckt sogar noch, hier. der zuckt noch. Ach schade, ich kann ihn nicht rausschmeißen, wenn er noch lebt. Erweitern, sammeln. Oh nein, Tierquälerei geht nicht. Ist doch nur virtuelle. Das ist doch was ganz anderes. Ist Gott. Das ist jetzt fertig. Ist nicht so schlimm. Gekocht ist fertig, gell? Gekocht ist fertig, ja. Scheiße, ist schon wieder ausgegangen jetzt hier die Kacke. Ja, ich bin noch dran, das Dach zu bauen. Mir fehlen nur, ich habe hier noch einen langen Stock. Wenn noch jemand... Danke, Monster Gaming, wir haben hier schon ganz viele Nussscherbis. Ich hab sie alle. Das heißt, wir können gleich das Dach drauf machen. Okay. Reh. Oh. Es geht hier so viel um Essen die ganze Zeit, dass ich richtig Hunger kriege. Ja. Soll ich mal 2 Papageien auf einmal umbringen? Ja. Okay, warte, ich probier's mal. Ich glaube, wir sollten uns auch mal mehr bauen und so weiter. Hier einen hingelegt. Stupid piece of shit. Vielleicht. Du darfst gern helfen. Ja, Moment. Jetzt steht alles. Warte, ich mach das ja, Dach oben drauf. Lol, was war denn das für eine Scheiße? Ich bin so überfordert immer noch. Was braucht ihr von mir? Ey, wo ist mein Stock? Wie kann ich denn jetzt hier das Dach oben drauf machen? Wo ist mein Stock? Na Mist. Meine Pilze verderben. Hä, Chat, wie kann ich denn das... Hier ist noch Liane. Ah, ich sehe es. Ein 30er Vogel. Lara, hast du Seil? Ja. Kannst du die hier in die 4 Ecken oben reinmachen, bitte? Natürlich. Dankeschön. Habe ich nicht gesehen. Ja, wie soll das gehen? Dran gehen und E drücken. Schnecken, geht Schnecken. Nicht. Kann ich nicht. Nicht. Wenn dann dran steht, reinstecken, dann hast du vielleicht kein Seil. Seil, doch. Ich hab 4 Stück. Also 4x4. Hallo Euda, grüßt euch alle. Der Vogel ist ein Dieb. Absolut. Seil. Das kann ich eigentlich mit diesen komischen Pilzen hier machen. Oh, da ist eh ein Toter. Erster lange Stock, sagt der Chat. Wir brauchen noch einen langen Stock. Sind da nicht 4 lange Stöcke drin? Nee, einer fehlt. Guck gerade nach einem. Ich habe einen hingelegt. Wie findet man denn die langen Stöcke? Muss man dann irgendwas abbauen? Nee, oder da musst du suchen, leider, auf dem Boden. Und ich habe echt die ganze... Nee, es fehlt kein langer Stock. Hier die Seile. Ich habe gerade die Seile reingesteckt. Alles ist fertig. Hier ist ein toter Tukan, Leute. Ich habe einen Tukan gefunden.
Aber Gnu, du hast da vorne irgendwas abgeholzt und dann sind doch lange Stöcke da abgefallen, oder nicht? Das waren tatsächlich nur kurze. Oh. Nein, wo du uns den Speer gemacht hast. Ja, ja, da lagen aber zwei lange schon und ich habe einfach gerade in dem Moment den Stock noch abgebaut. Ach so, Leute. Also lange liegen eigentlich, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Ich glaube aber. Sind das nicht diese Betrockneten hier? Ah, keine Ahnung. Ja, kack. Ah, Baum fällen und dann mit erweitern zu langen Stock. Okay, ihr habt doch recht. Wie denn? Welchen Baum? Egal, dann müsst ihr gucken, das weiß ich tatsächlich gerade auch nicht. Wir brauchen keine langen Stöcke mehr. Okay. Jetzt holst du ihn trotzdem ab hier. Es dreht sich immer nur um lange Stöcke im Leben. Vielleicht sollte ich auch die Axt. Ich hab Blutegel. Nehmen. Würdet ihr mir im echten Leben helfen, wenn ich welche hätte? Oh, langer Stock. Nein, ich würde den laufen. Wohl rausziehen und wäre ein bisschen diebisch erfreut, wenn es macht. Ich schau gerade meine sexy rasierten Schenkel an. Ich sehe kein Blutegel. Oh, Larven habe ich ganz viele übrigens gefunden hier, ne? In den Bäumen. Oh, Ekelhaft. Ekelhaft. Womit den Speer hat man mit dem Knochen gebastelt, ne? Ekelhaft. Danke für 100 Bits. Den Speer hast du mit Stein gemacht. Wir haben jetzt ein Dach überm Feuer, ihr Lieben. Meine ich ja Stein, meine ich ja. Genau. So. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Und wir können hier speichern jetzt. Yeah. Ich habe einen langen Stock. Ihr braucht ja keinen mehr, ne? Warte mal kurz. Ach so, den warte mal. Ach, erst einen Speer herstellen und dann mit Stein verbinden, ja? Also genau, du brauchst einen langen Stock, dann erstmal zwei Steinchen, um eine Klinge zu machen. Ach, zwei. Dann ein Stöckchen, ein lang, und dann machst du noch ein Seili drüber und dann hast du ein Speerli. So. Ich habe jetzt zwei Speere, ich kann dir einen abgeben, Lara. Du hattest da drüben die Schnecken gefangen, ging das gut? Ja, ich bringe gleich ganz viele mit, ich habe ganz viele. Ich mache gerade ein bisschen Bambus kaputt. Den kann man doch sicherlich auch gut verwerten. Okay, das Fleisch ist noch ein bisschen... Kommt her, ihr Piranhas. Oh, was kann ich hier mit Bambus machen? Piranha. Jetzt Bambus. Bambusblocks. Ja, und Schnecken. Ich komme mal zu euch. Ich bin gerade ganz schön weit weg von euch. Wie hat man nochmal gezielt? Ach, shit. Auf mittlere Maustaste, also auf Mausrad drücken. Ja, ja. Yeah, now we're talking. Ich weiß, dass Piranhas hier töten kann. Ich riskiere es lieber nicht. Abbrechen! Okay. Mission abort! Warte mal, hattest du mir den Speer jetzt hier hingeschmissen? Trockene Blätter. Nein, hast du nicht, ne? Ich hab dir keinen Speer hingeschmissen. Ich komm noch, ich bin gerade noch lost. Also. Werkzeug benutzen, um Glut herzustellen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich muss atmen, ist recht. Ah, es ist so, macht so Bock das Spiel. Danke, dass ihr alle da seid. Ich bin gerade so vertieft. Du kannst. Da. Ein Stock? Ah, den kann ich auseinandernehmen. Togo. Pika! Pika! Ah, so geil. Ja, ich habe Tukanfleisch, habe ich hier. Tupac-Fleisch? Kann ich das wieder nehmen? Tupac. Nee. Und Federn. Ich könnte Pfeile machen. Wie mache ich einen Bogen? Yeah, da, ich habe ganz viele Federn. Langer Stock oder langer Bambusstock? Langer Bambusstock. Ich komme gerade mit einem langen Stock. Ich komme gerade mit einem langen Bambusstock an. So. Ich wusste das nicht. Bogen. Scheiße. Ich habe einen Bogen. Und jetzt mache ich Pfeile. Bambus! Es ist für das Krokodil nachher. So. Wie machst du dir den Stock? Wie mache ich die Pfeile? Dazu brauchst du auf jeden Fall Federn. Ja, habe ich ganz. Oh nein, nicht schlafen. Oh Gott.
So, und zwar Tagebuch. Kleiner Stock und zwei Federn. Ah ja, okay. Ich hab dir einen Fall gemacht. Oh. Soll ich dir welche machen? Voll gerne. Okay, dann bist du jetzt die Bogenschützin. Ich mach dir mal. Ich hab nämlich ganz viel Papageien umgebracht, um ehrlich zu sein. Ich habe meinen Tukan gerade auseinandergenommen. Ich fühle mich ein bisschen schäbig. Ist okay. Wie geht's dir damit? Okay. Ja. Ich habe zwei Quimbidis. Geschlachtet. Kann man eigentlich Pfeile auch irgendwie schneller herstellen? Vielleicht, dass man sagt, man legt jetzt vier Pfeile, drei Dinger drauf. Und macht zwei Stöckchen so rein. Kurze Frage, was mache ich denn mit dem schwachen Speer? Habe ich schon hergestellt. Achso, okay. Ja, kacke den. Das ist mühsam. Kann man die nicht irgendwie auch alle auf einmal machen? Dass man das immer alles so einzeln? Ist ja total doof. Kommt ihr kleinen Kacker! Hat einer noch irgendwie ein Vogelnest? Nee, aber ich habe ganz viel trockenes Dings, wenn du brauchst. Das würde ich einmal nehmen gerne. Ja. Moment, ich schmeiße es dir jetzt auf den Boden. Dankeschön. Wie du es gesucht hast. Ich hab schon wieder etwas. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Syphilis! Ja, wahrscheinlich. Ii. Nee, ich habe ein Egel. Ich kann selber wegmachen. Oh, geil. Hä, jetzt habe ich aber gar keine Glut bekommen. Sollen wir gleich mal das Krokodil auseinandernehmen? Nun ja. Kannst du mir ein Feuer anmachen, bitte. Ja, mach ich. Und dann gehen wir töten. Ich gebe dir mal ganz viele Pfeile jetzt, Lara. Komm mal vor mich. Warte. Moment, ich muss eben einen Pilz essen. Einfach weil. 54 Minuten. Ich esse mal hier die ganzen Pilze. Die da liegen ganz viele Pfeile auf dem Boden. Take it. Oh, danke sehr. Oh, danke. So, ich mach mal Lagerfeuer an, oder Tinker? Da stand, dass ich zum Lagerfeuer Feuer mache. Okay. Ja, Lagerfeuer. Sing das Lagerfeuer-Lied. Hey, ja, 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 ja. Hey, ja, ja. Regentanz. So, und dann würde ich sagen, Krokodiljagd. Nein. Kurz schlafen. Ja. Oder ich bräuchte auch noch einen Bogen für die Krokodiljagd. Ich glaube, Lara ist die Schützin, oder? Wir machen dann mit Speeren. Ich habe sogar zwei, wenn du einen brauchst. Hier. Warte, ich hab noch einen. Da. Kann ich die Fackel aufstellen? Einfach allen Shit dabei. Ich hab vorhin gecheatet drüben, ihr habt's noch nicht gesehen. Das Speer für Tinker, dann kannst du den töten, den. Wie bitte? Dickes Krokodil. Der ist in Verwendung. Immer wem. Ja. Lara. Das war ich nicht. Der war bei mir auch in Verwendung. Ich war's. Okay. Nichts gesagt, Entschuldigung. Soll ich den jetzt nehmen? Ja. Nehmen den jetzt. Also, was mache ich da? Ups, geht gar nicht. Stelle ich jetzt richtig was her? Was mache ich damit? Mit was? Mit dem Bambusscheit. Gar nichts. Hast du deine Pfeile genommen? Den Bambus habe ich da einfach nur hingehauen, weil ich mitbringen wollte. Ach so. Wolltest du Pfeile habe ich. Okay. Lass uns. Ich dachte wegen Speer, aber. Okay. Ich würde sagen, sonst lass uns mal schlafen und dann töten wir. Jetzt. Geil. Leute, habt ihr Bock auf Krokodil umbringen? Warte, ich möchte kurz einmal hier. Wie schieße ich denn? Oh Gott, ich ziele mit links. Oh Scheiße. Ich mache mir noch kurz eine Suppe. Es ist voll schwer zu zielen, Alter. Danke, Milchkind. So, auf geht's schlafen. Ah, ich hab ihn! Lass uns noch vorher was ins Feuer legen, bevor das gleich wieder aus ist. Okay, also nochmal oder wie? Wie mache ich das? Muss ich einfach dann was. Ach so, nee, dass das Graue läuft, ist alles was gut. Was ist denn das für ein Scheiß? Das Feuer läuft noch ewig. Leute, wenn ich die Pfeile wegschieße. Leute, hört ihr mich? Ja. Wenn ich die Pfeile wegschieße, sind sie weg. Kannst du wieder einsammeln? Nicht. Nee. Doch, doch. Die sind hier nirgends. Oh, tatsächlich, das geht noch, das Lagerfeuer. Scheiße. Was mache ich denn jetzt damit? Ärgerlich. Pissst du gerade? Kann man das? Du hast dir die Schale gepinkelt.
Die Tinker hat vor mir in die Schale gepinkelt und hat es dann getrunken. Das macht man so. Hilft es irgendwas? Lass uns schlafen, oder? Lass uns schlafen. Lara ist auch mal ein Fleisch. Hier ist ein gekochtes. Ja, warte, lass mich ganz kurz gucken, was ich noch brauche. Ich brauche noch Proteine. Hast du noch irgendwie... Was gibt denn Proteine? Fleisch. Fleischi. Oh. Ich habe hier noch ein gekochtes. Guck mal, ich schmeiße es mal hier hin. Ja. Vor mich auf den Boden. Das schmeckt jetzt bestimmt besonders gut. Danke schön. Die Schnecken verderben ja auch. Das ist ja ekelhaft. Und die unbekannte Pilze. Spielen wir nachher doch Phasmo eigentlich auch eine Runde? Da muss ich tatsächlich mal meinen Goatee fragen, was der so davon hält. Er ist schon spät, ne? Der will noch ein bisschen. Aber ich habe gehört, wir sehen uns Samstag schon wieder. Ja? Ja! Oh, nice. Jetzt habe ich. Aber ich hier... dachte trotzdem eine Runde. Eine so. Ja, das geht schon. Müssen aber schnell. Ja. Jetzt müssen wir schnell ein Krokodil töten und dann noch schnell eine Runde fassen. Ja, let's go. Okay. Ich weiß eh, dass meine Community das will. Deswegen sind sie meine hier. Auch. Die sind schon alle ganz rallig. Und jetzt tut nicht so, als wäre es nicht so. Ich kenne euch doch. Deswegen sind sie hier. Das ist der einzige Grund. Ich habe wieder irgendwo einen Wurm. Hat jemand noch einen Knochen? Nein. Ah doch, ich habe Splitter. Ich habe einen Knochen. Ah, nee, warte, ich hab auch einen. Das hoffe ich einfach, dass wir es über Nacht sind. Das ganze faulte Fleisch ekelt mich an. Behalt es, nicht wegschmeißen, ne? Ich habe wegen deiner Suppe gerade gekotzt. Ja, du hättest die angucken müssen, die macht nichts Gutes. Oh, Scheiße! Ja. Ich brauch Fett. Ach, Scheiße. Hm. Oh, ich kotze schon wieder, ne? Fuck, ich kotze mir vor die Füße. Schon wieder. Uff. Fressen gegen die Übelkeit, das ist nie ein gutes Zeichen. Ich leg mal ein paar Schnecken. Oh, ich kotze ins Lagerfeuer. Hey, wie kann ein Mensch eigentlich kotzen? Also. Ich leg mal ein paar Schnecken hier super drauf. Viel Fisch, ne? Hast du Fisch? Ja, brauchst du? Na, den könnten wir auch kochen. Beziehungsweise ich würde gerne in meine Suppe schmeißen, wenn du mir den hinlegst. Ja. Uff, die Bananen haben mein Leben gerettet. Da könnt ihr immer reingucken. Ist da noch ich was drin? Ich kotze kurz auf das Fleisch, ich brauche, dann schmeckt's gut. So. Ich zerstöre mal hier die verdorbenen Pilze. Lass mal zerstöre mal nichts Verdorbenes, da sammeln sich Maden. Das ist wohl gar nicht so schlecht. Ah, okay. Jetzt machst du schon wieder diese Kotzsuppe. Nee, das ist eine andere jetzt. Die macht was anderes. Warte, das sag ich dir gleich. Die hat 28 Proteine gemacht, 10 Hydration und 12 Energie. Kannst du mir die bitte nochmal machen, weil ich bin gleich tot. Ja, aber ich brauche einmal Fisch, Lara. Hab ich schon hingelegt. Hast du nochmal Fisch? Hast du den auseinandergenommen? Ja. Nee, nochmal Fisch habe ich nicht. Oh, genug. Wir müssen Fisch fangen. Warte. Ich glaube, mir geht's wieder besser. Ja. Ich habe halt gar keine HP mehr. Dankeschön, Amelie. Ich stream schon noch ein bisschen. Ich muss halt Goatee fragen, ob wir noch ein bisschen Phasma spielen können. Er wird bestimmt sagen nein. Glaube ich. Ja, aber hast du noch eine Schnecke bei dir? Ja. Schmeiß sie mal in das Wasser und wenn das durchgekocht ist, dann ist das einmal. Okay. Versprichst du mir, mich auch nicht nochmal zu vergiften? Ich versuch's. Bis jetzt hat alles, was ich von dir gegessen habe, mich umgebracht. Vorhin der Frosch. Und? Ja, ich muss schon wieder dreimal kotzen. Von der Schnecke? Oh, ja, du bringst mich gerade um, weißt du. Nee, von der Schnecke hast du das nicht neu bekommen. Ich habe auch schon Schneckenwasser gegessen. Wie kriegt man das denn weg? Kann ich jetzt noch Lara, mal essen? Hast du einen Knochen? Nein, nur eine Nadel. Das war jetzt nur Wasser. Sonst Knochenwasser trinken. Ich tue mal noch ein paar... Maden habe ich. Braucht ihr Maden? Ich will leben! Warte mal, hast du Parasiten? Nein, hast du nicht, ne? Du hast so ein Kotz-Symbol, ne? Ja. Und ich habe auch überhaupt... Was kann ich mit der getrockneten Blume machen? Was ist das Gelbe nochmal? Das Grüne nochmal?
Fett, Nüsse. Ich brauche Nüsse, Leute. Nüsse habt ihr nichts mehr? Kokosnüsse. Scheiße. Scheiße. Maden in die Fischfalle, sagt der Chat. Okay. Auch Nüsse und Fett. Warum ist er nicht mal noch nackt? So Schnecken nicht bisschen Fett nackt auch? Nüsse hast du super viel Fett. Larven auch rein, ne? Ah. Ich hab grad nur Proteine am Fressen. Ja, ich geh mal gucken, ob ich irgendwo was Nussmäßiges finde. Wurde mal drüber gekotzt übers Fleisch. Sehr gut. Etwas fettiges Nüsse, sagt er schon. Ja, ich muss mal schnell Nüsse jagen gehen. Oh, ich kotze schon wieder. Ey, jetzt reicht's langsam mal. Ich brauch Nüsse, Mann, schnell! Bin ich gerade von Egeln überall. Wir sollten jetzt langsam auf die Krokodiljagd gehen. Ich bin der Krokodok. Ja, vielleicht finden wir ja auf dem Weg zu den Krokodilen hier durch den Wald ein paar Kokosnüsse. Ja, sowas. Lass mal gehen. Bringt ja nichts. Und jetzt habe ich schon wieder Durst, weil ich die ganze Zeit kotze, Mann. Kannst du aufhören? Ich bin euch auf den Sack. Hör auf zu kotzen. Ich fresse alles weg und kotze die ganze Zeit wieder aus, Mann. Es ist 4 Uhr morgens. Vielleicht sollten wir es nochmal hinlegen. Ich glaube, wenn ich jetzt schlafen gehe, mache ich nicht mehr auf. Ja, aber du kriegst es ja nicht weg, ne? Egal, ihr habt mich vergiftet. Warum trinkst du? Hast du dir nicht gehört? Das war eine Infusionssuppe. Genau. Oh nein, hast du die getrunken? Mhm. Und jetzt, ja. Was machen wir jetzt? Jetzt brauche ich auch Fett unbedingt. Ja, in den Wald gehen sammeln. Ich bin auch gerade im Wald und sammel. Wir gehen mal auf die andere Seite, Lara. Da gibt es nämlich, glaube ich, mehr. Komm mal mit. Willst du jetzt hier rüberspringen, oder was? Ja, also springst einmal hier drauf. Verrückt. Und dann springst du einmal hier drauf. Hab ein Krokodil gefunden. Und dann. Nicht gut, springst du einmal hier. Piranha reinspringen, oder was? Ja, und dann ganz schnell weg. Und dann suchen wir in der Dunkelheit, was sehr schlau ist, nach irgendwelchen Sachen. Tierexkrement ist ja widerlich. Jetzt ist meine Fackel ausgegangen. Was ist Kohle? Wieso soll ich Kohle essen? Meine Fackel! Ach so, weil es regnet. Ah, hey, ich bin nicht mehr vergiftet. Ach, ihr seid ja schlau, Alice. Wieso soll man Kohle essen? Hier sind Fliegen, weil hier irgendwie Tierscheiße liegt oder ein Kadaver oder so. Ja, ich hab's schon gesehen. Was ist das? Eine unbekannte Frucht. Eine orangefarbene Frucht habe ich hier gefunden, Leute. Fuck! Oh nein, ich habe einen Ausschlag. Hier ist ein scheiß Ameisenhügel. Kohlenhydrate und Hydration. Ich bin jetzt tot. Oh Mann. Warum? Warum? Weil ich von Ameisen getötet worden bin. Oh mein Gott, ja, wir sollten auch nicht im Dunkeln im Wald. Das ist wirklich der Bärmste. Da habe ich so hartnäckig versucht, dich zu töten und du wirst von Ameisen getötet? Was ist los mit dir? Mann, jetzt muss, überholt mit mir meine Sachen, bitte. Ich bin hier bei dir in der Nähe. Okay, warte, bleib da, ich komme. Ich werde meine Sachen nämlich nicht mehr finden sonst. Und dann lass uns jetzt mal endlich Krokodile töten. Ja. Und dann Phasmo. Die Sonne geht auf. Ich kann heute nicht so lang. Die Sonne geht auf. Oh ja. Yeah. Medaillon. Medaillon. Tenderloin. Es geht wieder los, ey. Wir müssen gleich wieder 18 plus. Medaillon und Tenderloin. Läuft random. Okay. Komm, Tenderloin. Tenderloin. Bitte ein Tenderloin. Wenn ich glaube, deren Geräusch genug ist. Oh mein Gott, lauf. Lauf, Lara, lauf. Wir sind hier Lara, lauf, oh mein Gott. Die haben sich an meine Leiche zu schaffen gemacht. Die haben mich geraped. Oh mein Gott. Oh fuck, ich hab keinen. Oh mein Gott, wir sind so am Arsch. Oh Gott, du komm mit ins Wasser. Nein, ich komm hier nicht hoch! Die Piranha frisst mich! Die kommen wir einfach nicht! Die schwimmen uns hinterher, Alter! Sie werfen Pfeile und Speere! Oh mein Gott, du bist gleich tot! Ah, zumindest schwimmen sie nicht hier rüber. Also, mein ganzer Scheiß ist weg. Die waren alle. Ich steh da drüben! Die waren alle an meinem Scheiß gestanden, ne? Ah, Dankeschön, Niklas. Hallo,
Dankeschön. Und danke an Big Ben. Vielen Dank. Hörst du die diese Sprache, diese andere Sprache? Ja, die haben an meinem Scheiß gestanden und ich glaube, mein ganzer Loot ist jetzt weg. Oh nein. Aber du bist halt auch noch hingerannt, ey. Und ich denke mir so, ey, was war das für ein Geräusch, ey? Hey, wenn die, ich sterbe gleich, ich bin verletzt. Können wir die nicht umbringen, die Schweine? Da haben wir geile Waffen. Hat jemand Verbände? Ich habe keine Verbände. Die Schweine haben mega geile Waffen. Ja, schmeiß ich dir hin, Waffe. Wo bist du denn? Hier. Am Lager. Oh, und ganz viele ekelhafte Blutegel. Hilfe. Hier, da liegt ein Verband. 5 Blutegel. Glaubt ihr, wenn ich jetzt rüber sneake, ganz auf die andere Seite schwimme? Wieso? Wir haben doch einen Bogen. Wo liegt ein Verband? Wo? Links von dir irgendwo. Ich würde sagen, Lara, stirb, dann gehen wir zusammen rüber, laufen von der einen Seite zu meinem Loot und dann bumsen wir die von hinten. Das klingt nach einem guten Plan. Okay. Scheiß auf das Krokodil. Oh. Ja, wir bumsen einfach eine. Geil. Ich glaube, im echten Leben würden die echt eher uns bumsen als Frauen, haben wir immer einfach die Arschkarte. Sowas von. Wieso? Ich brauche immer noch Fett, Leute. Ja, deswegen, Lara, stirb einfach. Stirb einfach, hol dir deinen Loot. Und dann gehen wir rüber. Weil die bewegen sich gerade nicht. Wir haben echt gerade gute Chancen. Gute Chancen, Leute. Chancen. Wir haben gute Chancen. Ich mach mal hier die Schnecke irgendwie noch. Will ich noch? Das ist unsere letzte Chance. Oh. Chance. Chance. Oh, hier. Ich nehme einfach das Essen. Das Wasserschweinfleisch. Okay. Aber... ich mach das jetzt auf eigene Faust. Ich schaff meine das. Hand. Nein, warte. Ich komm mit. Ja, warte doch mal, ich muss erstmal von meinem Schirm wegkommen hier. Bringt Schleichen was? Ich frag nur. Keine Ahnung. Willst du jetzt zu den Einheimischen oder? Ich muss ja mein Loot holen, die standen ja um meine Leiche rum. Ja, lass sie doch erstmal verschwinden, die backen da gerade fest am Wasser. Deswegen, die werden nicht super, dann kann man sie doch eigentlich machen. Mein Gott. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt. Die haben halt einmal einen Speer auf mich geworfen, ich war fast dead. Ja, die Arschlöcher. Okay. Da laufen sie laufen da rum. Ob ich die von hier aus... Lass uns doch mal auf den Stein in der Mitte hüpfen, von da aus kannst du vielleicht mit Pfeil und Bogen draufhüpfeln. Ja, lenk die gern ab. Also da haben sie mich auch abgeschossen, ne? Auf den Stein. Hi. Aber nicht sterben. Ich würde gerne mal vorgehen. Ja. Mein Gott. Na, triffst mich nicht. Sind wir beide von denen weggerannt. Triffst mich nicht, Kacknase. Hier bin ich. Hier bin ich doch. Schieß doch. Ah, triffst mich nicht, wa? Könnt ihr mir bitte sagen, wie viele stehen da? Ganz kurz. Wie viele stehen da? Vier? Wenn einer von denen weg... Scheiß. Wenn einer abhaut, müsst ihr es mir sagen, weil dann holen die mich. Ja. Ich versuche jetzt mal ein bisschen... Also zwei gucken in deine Richtung und einer versucht, mich mit seinem Pfeil zu treffen. Tut's aber nicht. Also sagt mir, wenn einer von denen wegrennt auf irgendwo hin, dann weiß ich, dass er auf mich zurennt. Wo genau bist du? Rechts oder wo? Ich komme jetzt von rechts. Nu kommt von rechts. Oben. Aber bisher... Das ist so scheiße, dass ich euch nicht sehe. Oh nein, schon wieder scheiße. Ah, das ist mein Loot, glaube ich. Ich habe mein Loot. Ja? Ey, die haben ganz schön viel mitgenommen, die Säcke, ne? Ja, töten wir die jetzt? Warte, ich wollte eigentlich nur mein Loot haben, aber wir können es ja probieren, ob wir sie töten können. Lara, was ist mit dir im Fall um Bogen? Ja, ich komme mal näher ran. Ich hab Angst, ins Wasser zu gehen. Oh mein Gott. Oh ja, sie rennt. Da rennt einer. Oh, noch richtig hart schnell, Alter. Alter. Aber oh mein Gott, ja! Da sind zwei, die könnten wir erledigen. Triffst du die von hier? Ah, duck dich! Der trifft nicht. Aber wir haben hier. Oh mein Gott, er rennt mir hinterher. Oh mein Gott, ich höre ihn. Igitt! Verpiss dich. Oh Gott, ist das widerlich. Triffst du den, Lara? Alter! Da steht er ernsthaft. Na? Er schmeißt ihn mit Steinen ab. Du hast ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen, ja. Hey, die sind die widerlich, ne? Oh mein Gott, nice. Ein Penis. Kann ich die mit dem Speer abschießen, die Bastarde? Ich würde so gerne. Jetzt rennen sie wieder zu euch. Es ist voll schwer zu zielen, ey. Wenn ich nicht genug Energie habe. Triff mich, komm. Komm. Oh, nein, Leute. Er ist tot! Einer ist tot! Ja, geil! Wir können essen, wir können grillen! Geil, kommt zu mir, bei mir sind auch noch zwei. Auf gar keinen Fall tun die essen. Einer steht noch da. Ah, die rennen wieder zu euch. Hast du noch Pfeil und Bogen? Nee, keine Pfeile mehr. Da müssen wir fast drüber rennen und sie alle auf einmal. Treffe ich den von hier? Guck mal, hier ist ein Pfeil, Lara. Vor mir, Stammpfeil. Treffe ich den von hier, Leute? Ja, meinst du mit einmal? Probier's. Ansonsten gehen wir gleich rüber und hauen mit unseren Speeren drauf. Oh, ich hab ihn getroffen. Nice. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommt er aber nah ran. Ja.
Also bei mir stehen die einfach nur drin da. Hast du den Pfeil gefangen? Abgeprallt, nee. Hilfe. Versuch gleich mal, wenn der kommt, ob du den aus der Luft fangen kannst. Den Pfeil soll ich fangen? Ja. Mit E drücken ganz wild, wenn er kommt. Warte, ich versuch's auch. Mist, 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 der liegt da drüben. Warum ist mein Speer nach links geflogen? Nu, wo bist du denn jetzt? Ich stehe von euch rechts. Ich sehe übers Lager, da stehen zwei bei mir. Die bewegen sich aber gerade nicht. Die könntet ihr so was ist denn, wenn easy wir rüberrennen? Mit Pfeilen abschießen. Habt ihr die noch? Wir haben keine Pfeile mehr. Keine Pfeile aber mehr, was ist denn, wenn wir rüberrennen und den mit unserem Speer kaputt machen? Ja, weil das sind zwei. Ja, ich habe auch noch. Ich habe gerade geworfen. Hast du noch nur einen? Eine Axt habe ich. Nee. Ja, dann nimm die Axt. Ich habe noch einen Speer. Dann lass uns rüber und den machen. Es sind noch zwei bei mir. Wie viel sind es bei euch? Wir auf drei? Disgusting. Dann, okay. Eins, zwei, drei. Geronimo! Ich schwimme im Moment. Habt ihr ihn umgebracht? Wieso ging das jetzt so schnell? Danke, T. Danke für den Prime. Bei mir sind noch zwei. Bei mir sind noch zwei. Ich brauche euch noch. Ich habe keinen Platz im Rucksack. Dann lass uns zu Gnu gehen. Schau, warte, lass mich ganz kurz was wegschmeißen. Das hier. Und ich nehme den Pfeil um. Warum kein Menschenfleisch essen? Die Leute sagen uns, wir sollen kein Menschenfleisch essen. Warum? Nein, auf gar keinen Fall. Warum? Weil wir dann irre werden. Echt? Ja. Ist der Stammesbogen krasser? Hm. Das weiß ich nicht, aber ich habe keine Pfeile, glaube ich. Da sind Pfeile. Klinge erforderlich. Oh mein Gott! Was? Ist das sein Penis? Ja, die haben Penisse. Ja, Lara, das ist sein Penis. Warum aus Holz, hochgebogen in sein Bauchnabel. Das? Was soll denn das sein? Das ist ein Penis. Ich glaube ja. Das ist eine Verkleidung des Penises, der liegt da drin. So, wo sind denn die jetzt? Bei mir, wir müssen vom Lager aus nach rechts gehen. Und wie schieße ich, Lara, rechte Maustaste und loslassen? Nee, linke leider. Und es ist super schwer. Ich versuche immer meine Pfeile zu finden. Möchtest du nicht mit mir kommen? Ja, warte, ich habe hier noch ein paar Pfeile. Warte, warte. Warte, dann gib mir auch noch ein, zwei. Ich hab nur zwei jetzt. Warte, Moment. Ich habe hier ein paar hingeschossen. Die müssen hier überall sein. Warum ist da ein Papagei im Wasser? Den hast du auch abgeschossen. Hab ich den abgeschossen? Oh. Hast du den Speer mitgenommen? Ich habe auch noch einen Speer. Ja, ich habe alles, was ich tragen kann, jetzt dabei. Ja, dann lass uns rübergehen. Ich habe Rüstung. Moment kurz. Wieso... warte mal, das wird schon. Gnu, sag mir, wenn der losrennt. Ja. Ich hatte eben so ein Stammesmesser. Warum ist das weg? Ich sehe dein Nametag noch nicht, Gnu. Ich auch nicht. Ihr müsstet eigentlich noch nach rechts rennen. Ja, ich glaube. Ja. Ich sehe den Typen. Vorsicht. Also am besten jetzt sneaken. Versucht mal zu schleichen. Ich weiß nicht, wo bist du? Tinker, wo bist du langgelaufen? Alter, Schleicht mal. Ich weiß nicht, wie ich schleiche. Auf STRG. STRG. Ich würde es noch nicht schießen. Oh, okay, gut. Du hast ihn getroffen. Mach nochmal, er backt. Sehr gut. Er backt, töte ihn. Ist gar nicht so einfach tatsächlich mit dem Pfeil. Wie viele Pfeile hast du denn gefunden? Drei oder so. Da, eigentlich habe ich noch mal getroffen. Am anderen Wasserufer ist noch jemand, ne? Der ist schon tot. Ich hab nochmal getroffen. Oh, jetzt kommen sie. Oh mein Gott. Vorsicht. Ich komme jetzt auch. Ich komme jetzt auch. Ich töte ihn. Yes, Mann, sehr gut. Hilfe! Er lebt noch. Ey, die sind ja voll groß. Er lebt nicht mehr. Sag mal. Ach, die Rüstung. Vielleicht seine Rüstung. Er hat eine Rüstung oder was? Ja, guck mal, was er da vorne dran hat. Siehst du? Ja, das ist diese Rüstung. Das ist der Penis. Oh, den Speer, den nehme ich mit. Geil. Gib mir das. Den wollte ich nehmen. Achso, nimm du. Ich hätte gern noch einen Stein. Habt ihr noch Steinklingen? Weil wir können die voll aufschlitzen, gell? Ich habe eine andere Klinge. Ich habe so eine Messerklinge müsst ihr nehmen. Ja, dann könnt ihr die aufspießen, glaube ich. Ist das meine? Danke, Noel Reis. Dankeschön. Hey, was? Ekelhaft. Ja, wo ist der jetzt hin? Jetzt in meinem Inventar. Hast du ihn aufgeschlitzt? Ja. Echt? Wie schlitze ich den auf? Mit der Klinge. So. Ah ja. Liegt der jetzt in heute da? Nee. Ich muss schlafen gehen. Da am anderen Ufer war doch auch noch eben einer, oder war das genug? Nee, das war ich. Ich bin voller Blut. Oh, mein Inventar ist full.
So. Ich bin dreckig. Sollen wir mal schlafen kurz gehen und dann vielleicht Phasmo spielen? Ja. Ich muss mich kurz waschen, warte. Ich bin sehr schmutzig. Same. Schmutzig. Ich bin ein Schmutz. Waschen, waschen, waschen. Penisrüstung, ey. Oh Mann, ey. Oh, die haben wir doch gut gemacht. Voll gut. Aber das heißt, die kommen jetzt jeden Tag, oder? Ich bin verletzt, Leute. Oh no. Warte, ich schmeiß den Verband hin. Wow, hier, mein Arm. Hinter dir liegt ein Verband. Ja, danke. Ich guck mal mein Füßchen. Hallo. Ich brauch schon wieder was zu trinken, ne? So nervig. So. Ich habe ganz viele Kokosnussschalen hingelegt. Die kannst du mit Wasser füllen und auskochen. Oh. Oh. Lagerfeuer habe ich eigentlich auch nochmal voll gemacht. Das wie seid ihr jetzt rübergekommen, Leute? Was meinst du? Das Wasser. Rüberschwimmen einfach. Auf der anderen Uferseite ist noch ein Eingeborener. Was? Wo? Der läuft gerade auf unser Lager zu. Oh, oh. Das bin ich. Ach so. Hat die Tinka die. So schlimm sehe ich nicht aus. Wie bist du denn jetzt rübergekommen? Übers Wasser gelaufen einfach. Einfach hier rüber? Ja, einfach rüber. Und die Piranhas? Da waren keine. Oh mein Gott, ich hab Angst. Die fressen mich schon wieder. Die Scheißviecher. Oh, da sind ein paar sehr knusprige Schnecken, ihr Lieben. Ich komme. So, ich geh jetzt schlafen. Um, weil, Schlafen ist speichern, gell? Ist das so? Schlafen ist, glaube ich, speichern, oder? Ja. Sehr gut. Hoffe ich doch zumindest. Trinkt noch einen Schluck und dann. Das bedeutet, die Hand unten links, dass ich mich verbunden hatte und alles aber wieder gut ist. Ich mache mir noch ein Schneckenwasser. Sehr gut. Was war gelb nochmal? Die Leute wollen aber noch, dass wir ein Krokodil umbringen. Ja, rechts gibt's welche. Dann machen wir das schnell. Hier können wir auch ein Krokodil umbringen. Aber dann jetzt direkt, weil ich kann heute nicht mehr so lang. Ja, was jetzt? Doch ein Krokodil noch? Ja. Aber ich muss schlafen, Leute, kurz wenigstens. Okay, ich, schnell, pennen. Rip. Eine verbrannte dort Schnecke. Im Lager gibt es einen Kalender, wo man speichern kann, schreibt jemand. Okay, also haben wir jetzt nicht gespeichert. Nein, wenn du schläfst, speicherst du, glaube ich, automatisch. Dachte ich eigentlich auch. Magst du noch mal kurz Stöckchen ins Feuer schmeißen, damit es anbleibt? Ja. Doch, also das muss halt, der dritte muss, glaube ich, auch kurz schlafen. Ich glaube, dann speichert es, oder nicht? Schlafen speichert nicht. Man muss entweder an einem Kalender oder an einem Unterstand speichern. Scheiße. Okay. Mir ist nicht scheiße, ich habe uns den Unterstand gebaut, hier. Ach so. Scheiße. Ich brauche Fett, Leute, und Kohlenhydrate. Aber das Krokodil kriegst du, da kriegst du genug Kohlenhydrate und Fett. Ja, ich esse noch mal ein paar Bananen hier. Oh, vielleicht habe ich ein bisschen viel Bananen gegessen. So. Das Menschenfleisch mache ich weg, ja? Ja, das nicht essen. Okay. Und dann lass hier links kam das Krokodok. Okay, let's go, Leute. Jetzt wird noch ein Krokodil rasiert. Wie kann ich eine Pfeile hier essen? Da brauche ich Federn zu, ne? Ich glaube, mit einem Stöckchen, mit dem Speer, die sind wir da schon gut dabei. Geben Sie mir Fett. Unsere Pilze sind verdorben. Fett, Fett, Fett. Habt ihr die knusprigen Schnecken essen? Fett, 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 Fett. So. Lasst uns töten. Ja. Ich nehme noch mal kurz einen Papagei auseinander. Dann schmeiße ich das Fleisch noch mal im Schnee auf den Grill. Oh. Ara-Fleisch. So, ich komme. I'm on the way. Yeah. So ein Stein. Magst du eine? Nee, bei mir ist alles gut gerade. Ich freue mich jetzt auf ein Krokodil. Geil, Ich nehme einen Speer. Brauche ich noch kleine Stücke. Wir können das Krokodil von hier oben relativ gut töten. Okay. Auf die Jagd. Die Community ist ganz angeheizt. Sehr gut. Die finden Daumen drücken jetzt. Die finden das jetzt ganz erotisiert, was wir hier machen, gell? Guck mal, hier oben. Medaillon. Da ist es. Medaillon. Tenderloin. Tenderloin.
The Lawn. Geil. Ach, stimmt. Das da, was da am Wasser ist. Aber hier war noch eins am Ufer irgendwo. Oh, süß, die sieht da total klein aus. Vor allem fällt euch auch, dass die Baumstämme genauso aussehen wie Krokodils. Damit ja, ich dachte, das große ist auch wer eins. Ins Maul. Ups. Oh Mann. Oh, vorhin, das ist tot. Das ging ja schnell. Ernsthaft jetzt? Ja. Was ist das denn? Den hat's ja voll verzogen. Und das war's? Die waren mal übelst schwer. Den hat's ja voll verrissen. Oh, mega weird. Was ist mit dem denn passiert? Ja, der hat, Der macht denn... lass mich mal, ich nehm's mal auseinander. Ich nehme es und auseinander. Headshot. Außer das so massieren. Geil. Lara, wow. Die Kroko. Komm, wir das töten den nächsten. Ich wollte gerade sagen, das hat ja jetzt keinen befriedigt. Naja, nee. So ein Pfeil im Hirn, das überlebt nicht jeder. Was war denn das? Einfach ein Speer, oder nicht? Ja. Nee, ich habe einen Pfeil abgeschossen. Ah. Danke, Lonely Lea, für den Stufe 1 Sub. Vielen Dank. Oh, shit, ich hab's fast getrunken. Warte, ich muss mich kurz angucken. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Kroko-Burger. Jetzt hab ich Bock auf Burger. Kroko-Burger, Kroko-Burger. Ja, Kroko-Di-Bokeri. Nochmal waschen? Ja, ich hab... Warte, mich mal ganz kurz mich verbinden. Yeah. 'Cause I'm right here. Wie hab ich denn die Wunde bekommen? Da hinten hängt ein Papagei fest. I believe I can fly. Oh, da muss ich hin. Ach, guck mal, er versucht abzuhauen. Oh, er kann nicht. Wer denn? Da, der Papagei, komm mal her. Papagei. Komm mal her, der versucht abzuhauen, aber er kann nicht. Er hängt einfach fest. Habt ihr noch Nüsse oder so? Mm, was Fettiges? Sind sie alle weg? Nee, ich hab auch nichts mehr. Oh, jetzt sind lass sie einfach weiter entlang laufen. Guck mal, hier kommen mal ein paar Pilze. Entschuldigung. Gesundheit. 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 Danke. Was hat das mit dem Tenderloin auf sich? Tenderloin sind doch auch Fleischstückchen. Ja. Und das hört sich einfach aber so ihr sagt das so erotisch, Tenderloin. Ich muss vorhin nur lachen, weil sie was gesagt hat. Was? Leute? Was? Da ist ein Wildschwein. Ach so, ja, habe ich vorhin schon getötet. Zwei Wildschweine, du tötest die Mama. Oh, ins Köpfchen. Warte, ich nehme das andere. Da ist Laras Köpfchen im Weg. Oh. Oh. Geil. Ernsthaft jetzt? Das Krokodil töte ich mit einem Schuss und das Schwein oh, rennt? Oh, ich bin zu schwer, Leute. Ich muss irgendwas abgeben. Wovon du noch Sachen puden kannst. Ich gebe mal hier irgendwas. Das ab. Weg. Scheiße. Die Knochen, glaube ich, hier. Ja, die mache ich jetzt auch mal. Will die noch jemand mitnehmen oder so? Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Ich nehme die mit. Söderlele. Auch ein, zwei Knochen mit, ja? Ja, nimm ruhig. Sollen wir da mal Phasmo spielen, Leute? Sonst wird es ein bisschen spät. Kein Krokodil ja. mehr. Dann lass uns speichern. Da vorne ist noch ein Gürtel. Ja. Wo also speichern wir denn? Da müssen wir wieder zurück ins Lager. Okay, let's go. Hier ist go. Noch ein Stück Fleisch. Ich nehme das mal. Nee, jetzt kann ich nicht mehr. Shit. Kann jemand das Fleisch hier nehmen? Ja. Das ist leider zu schwer für mich. Let's go. Let's go. Let's go. Noch it's a me, Mari. Ja, das Game ist auf jeden Fall sehr ähnlich wie Forest, aber schwieriger, finde ich. Weil du halt, es ist realistischer und es macht es tatsächlich schwieriger. Finde ich aber cool. Ich finde auch die Gefahren cooler. Es gibt zum Beispiel jetzt auch Krokodile, Geparden, die dich angreifen. Tiger gibt's. Das ist halt ein Dschungel. Das heißt, du hast so viel Gefahren. Ameisenbisse, Mückenstiche. Du kriegst Würmer, wenn du auf dem Boden schläfst. Du wirst von Blutegeln angegriffen, wenn du im Wasser bist und hast sie dann dran. Also ist schon sehr cool gemacht, sehr realistisch. Und Imorgs. Mir gefällt's. So, ich sammel den mal. So, der wird jetzt gesammelt und zerflattert. Hm. Nüsse hängen noch immer an diesen komischen... Oh, fuck. Die würde aber auch umstöhnt, ey. Oh, no. Ich bin von einer Schlange gebissen worden. Nee. Aber warum machst Glaube du ich. Sowas? Wo ist die? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Komm schnell zum Lager. Eine Nuss. Oh, yes. Fuck. Und noch eine.
Warum ist sie weg? Was war denn das? Es war keine Nipsch, glaube ich. Vielleicht war es eine Vogelspinne. Das kann sein, es war keine Schlange. Die sind auch so leise und so. Ein Sturm zieht auf. Ein Sturm zieht auf. Es war eine Spinne. Geil. Kack. Wie kann ich speichern? Hier an dem Dach ranlaufen, da auf E drücken. Ein Stamm ist feil. Oh, die ganzen Pfeile sind hier, Leute, am Ufer. Nimm mit. So, hab gespeichert. Danke, Leute, für den mehr als geilen Stream. Und danke für alles, Leute. Danke für die Donations, danke für die Subs. Danke für die Bits. Danke für alles. Und danke an meine Mods, die das hier alles auch regeln. Ihr seid die Besten, Herzi.